Radio Blitz. Dein Webradio von Grenchen. Es war 7 Uhr. Durch Blitzableitung. Rock und Metal mit dem Mige Colatrulio. Radio Blitz, dein Webradio von Grenchen. Hey zusammen, wir sind Kev und Sandro und Big Clyde. Und ihr hört den Blitzableiter. Hallo, wir sind Gasokta und Sie hören Radio Blitz. Hey, hallo, das ist Jackie von den Jackets. Ihr hört Sandig Blitzableiter auf Radio Blitz. Ganz genau, im Blitzableiter-Seite gelandet, 1 Minute ab der 7. Herzlich willkommen. Mein Name ist Michele Colatrulio, es freut mich, seid ihr dabei. Und für alle, die jetzt noch nie einen Blitzableiter gehört haben, es ist der 87. Also wäre schade, wenn ihr noch nie drin gelassen habt, bis seit 7 Jahren. Und heute ist ein bisschen spezieller, der zweite speziell. Ich glaube, meine Blitzableiter sind alle speziell. Aber das ist wieder ein bisschen speziell. Und zwar habe ich Gäste bei mir. Und ich bin froh, muss ich heute nicht alles allein machen. Die hören vielleicht meine Stimme an. Ich bin nicht ganz so fit. Und darum bin ich froh, dass ich die Gäste, die hier haben, eigentlich die Sendung fast selber mache. Es gibt wieder einen Heavy Mental Talk, der zweite hier bei mir im Blitzableiter. Mit einem spannenden Gast. Und ich freue mich sehr, sehr darauf, dass wir hier mit dem Andy Lamorte ein Interview führen können. Das wird wieder von der Metal Church gemacht. Und zwar ist der Samuel Hug, der Metalfahrer, hier bei mir und der Silas, der das Interview wird führen mit dem Andy. Also bleibt dran, es wird eine spannende Geschichte. Es wird aber nicht nur geschnurrt, es gibt auch sehr viel gute Musik. Sei es von mir, sei es von Samuel und vom Gast, der hier bei uns zu Besuch ist. Also, da gibt es genug Musik auf die Ohren. Wenn ihr etwas wettet mitmachen an dieser Radiosendung, Entschuldigung, wenn ich es sagen könnte, dann dürft ihr das gerne machen. Ich gebe euch zwei Nahtelnummern durch. Das eine aus unserem Studio, das kennt ihr wahrscheinlich schon. 079 930 55 88. Schreibt ein WhatsApp oder macht eine Sprachnachricht. Wenn ihr eine Frage habt an unseren Gast oder an uns hier, einfach mehr hier im Kombo sein. Oder ihr könnt auch direkt über das Nummer von der Metal Church das machen, und zwar das zweite Nummer 079 739 0959. Und wir geben dann die zwei Nummern, bevor der Talk anfängt, etwa um 7:30 noch einmal durch, also keine Angst. Starten tue ich wie immer in meiner Sendung mit einem Song, der nichts mit dem Thema zu tun hat, was wir jetzt hier heute besprechen, sondern ich bin am Konzert von der Wild DC gewesen, im Mischus Rock'n'Blues zu Otzisdorf. Erstens mal geht unbedingt mal ins Mischus. Ist richtig geil, hat immer gute Bands dort. Im Dezember sind noch zwei Coverbands, eine Guns N' Roses und eine U2, wenn ich es richtig im Kopf habe. Geht schauen auf der Homepage von Mischus Rock'n'Blues. Und Wild DC kennt ihr schon, die habe ich noch schon ein paar Mal gespielt. Die waren schon bei mir in der Sendung, damals noch mit dem alten Sänger. Jetzt haben sie einen neuen Sänger, der Dave Jutzi, der macht das auch sehr gut. Ich habe Platten geschenkt bekommen, weil sie bei mir im Studio waren, am Konzert. Absolut ein geiles Konzert gewesen. Das war am Samstag vor einer Woche gewesen, oder am Freitag vor einer Woche, glaube ich. Richtig cool gewesen. Also wenn ihr einmal Wild DC schauen könnt oder hören live, macht das unbedingt. Und damit ihr wisst, wie das tönt, wenn man einen Paulo Hofer Song auf AC/DC-Manier spielt, dann hört doch hier rein, ein saftiges München. We'll be right back.
das also Wild EC mit ein saftiges Münchi, hätte natürlich alle können mitsingen. Das ist ja auch das Coole bei der Wild EC, jeden Songtext kannst du mitsingen. Jetzt begrüße ich einen der ersten Gäste, den ich hier begrüßen darf, der Samuel Hug, Metalpfarrer. Sali, Samuel. Ja, Sali Miku. Geht's gut? Das ist mal die erste Frage. Besser als mir? Ja, ich glaube, ich habe so das gröbste Dürre mit einer Kältung. Aber es ist ein bisschen eine Sache. Aber ich bin so weit weg, ja. Wir haben uns leider verpasst. Du wärst auch gerne als Wild EC so ins Mischhaus gekommen, oder? Definitiv. Es ist einfach gerade einer drauf. Kilberg auf Utzisdorf ist ein Katzensprung. Und eigentlich auch an die, Platte, an die Metalbörse haben wir nie wollen kommen. Ja, aber an dem Tag bin ich einfach nicht zu wenig zu weg gewesen, um hier auf die Leute zu gehen. Jetzt haben wir die Chance, wieder zusammen einen interessanten Gast in Empfang zu nehmen. Und wir machen vorher noch eine halbe Stunde, oder ja, jetzt sind es dann noch 20 Minuten, die wir noch schnell ein paar Themen besprechen. Du hast hier ein paar Sachen vorbereitet. Aber wir müssen gleich schnell zurückschauen, vielleicht auf den letzten genau. Heavy Metal. Von meiner Seite die Frage, sind hier Reaktionen gekommen? Jetzt war es ja das erste Mal auf Radio Blitz, sonst war es immer online bei euch. Genau. Nein, nicht irgendwie speziell, sondern mehr, ich glaube, die Leute haben es geschätzt. Es ist einfach verfügbar, es sind andere Leute da dazugekommen. Und es war eine sehr coole Sendung mit dem Ben, wo eigentlich mehr einfach in die Tiefe gegangen ist, so wie wir es eigentlich schon erlebt haben aus der vorderen Sendung. Aber es ist cool, dürfen wir das jetzt mit dir zusammen machen, eben für ein, sagen wir, ein breiteres Publikum. Sehr, es freut mich auch sehr, dass das klappt und heute eben schon zum zweiten Mal. Es ist genau 3 Monate her, am 6. September ist der Ben Solberger von der Distant Past von meiner Seite her da gewesen. Er ist dann zum Thema Glück gekommen. Heute haben wir jemanden Angst da, wenn wir ihn schnell kurz, nur mal kurz anreissen. Ja, ja, er darf sich das selber vorstellen, genau. Natürlich. Aber der Andy Lamorte ist Gitarrist von Rainforce, einer Schweizer Hardrock-Band, und hat das auch schon seine Spuren hier in der Szene hinterlassen, da werden wir sicher im Gespräch davon hören. Das ist jemand, den ich auch schon lange kennen und schätzen darf. Und es ist toll, dürfen wir hier mal in diesem Rahmen jetzt miteinander ins Gespräch oder mir vor allem zulassen, gell? Aber wir bringen uns ja sicher auch noch ein, wenn es etwas zu reden gibt, auch gerade aus den Fragen aus dem Publikum. Genau, ihr dürft mitreden, das habe ich vorhin schon erwähnt. Und wir geben dir die 2 Natel-Nummer auch noch einmal durch, dass ihr da auch wirklich an den richtigen Ort herkommt. Ja, ihr könnt auf der Metal Church-Seite metalchurch.ch unter Kontakt finden unsere Nummern auch. Also die lieber so weg Google. Genau, dann könnt ihr sie jetzt schon rausschreiben. Ja, wir wollen ein bisschen zurückschauen, was in diesen 3 Monaten bei euch in der Metal Church in all diesen Sachen, die ihr macht, passiert ist. Ja, es ist mega viel gegangen, als ich mir vorbereitet habe. Ich dachte, ja, ich will jetzt nicht eine riesenlange Liste machen. Aber so, was ich speziell erwähnen will, ist so, oder Halloween war, oder? Das ist auch eine riesige Geschichte, ich glaube, in der Landschaft draussen. Wir gehen einen anderen Weg als Metal Church. Wir nutzen das und gehen zu den Wurzeln zurück. Nämlich, das ist eigentlich der allerheilige Abend. Also der Abend, wo es darum geht, der aus christlicher Sicht sich an die Verstorbenen zu erinnern und zu gedenken. Und das machen wir auch. Also wir gehen in die Natur raus. Wir sind auf die Lug raufgelaufen. Es war ein bisschen garstig, es war ein bisschen kalt gewesen. Aber wir haben uns auf den Weg gemacht. Er hat sich überlegt, was sind Menschen, die man verloren hat, vielleicht im letzten Jahr oder als Ausstieg vor uns schon unterwegs waren. Und wir haben dem in einem Gottesdienst am Feuer diesen Menschen gedenkt und uns unserer eigenen Vergänglichkeit bewusst war und das von Gott gebracht. Und nachher auch natürlich zusammen wir haben Musik gehört, wir haben Kürbissuppe gegessen, Halloween natürlich so, und einfach einen guten Abend gehabt. Ich finde das eine schöne Sache, das ist keine Riesengruppe, wir waren 15 Leute gewesen, aber so, ich glaube, es gibt noch eine ganz andere Art, coole Art, auch metallische Art, Halloween zu begonnen, nicht nur klamaukmässig, sondern mit Aufgang, und das ist cool, haben wir das können machen. Und wir sind zurück im Soho, wir haben schon 2 Metal-Gottesdienste wieder dort dürfen feiern, wir haben Konzertbands gehabt, wir haben Emuka gehabt, wo du ja kennst, wir haben Green Labyrinth gehabt, so, und von dem her ist ein Haufen gegangen, genau. Und vielleicht speziell, ja, wir dürfen einen Gasttrip ins Welschen machen. Wir haben den ersten Gretel-Gottesdienst auf Französisch dürfen feiern. In Roli ich musste Französisch predigen dürfen. Zum Glück gibt es KI, die hilft beim Übersetzen. Und ich habe irgendwie meinen Aberwillen gegen das Französisch verloren. Hey, siehe da. Nein, sag Fakt, das war schön. Ja, das gesehen, du bist ja nicht allein dort, da war noch ein anderer Pfarrer dabei, aber das ist nicht ein Metal-Pfarrer, oder? Nein, das ist der Pastor dort von dieser Gemeinde dort, aber der hört selber gerne Hardrock und er ist zwischen ihnen auch an Konzert unterwegs, sein Sohn ist auch ein Die-Hard-Metaller. Genau, und es war cool, dort auch Leute zusammenzubringen, Leute, die die Musik lieben, vor Ort, und gemerkt haben, mal, mit dem Glauben, das ist ja ihr Herz auch, und so Leute können zusammenzubringen, sind Leute aus der ganzen Romodi, haben sich da
kennengelernt und das, was wir haben dürfen machen, das ist die Einladung, die wir hier hatten. Das war sehr berührend gewesen. Coole Sache. Jetzt müsst ihr noch ins Tessin in dem Fall. Das Tessiner Fernsehen kommt im Januar ins Heavy Sankt. Ah, okay. Tatsächlich, ja, ja. Vielleicht gibt es euch da einen Kontakt ins Tessin. Aber. Genau, dann müssen wir dich dann mitnehmen als Übersetzer. Mit Italienisch, das habe ich darum wirklich gar nicht. Keine Ahnung. Ja, ja, da komme ich dir dann helfen. Das bringen wir schon irgendwie her. Ein Buongiorno, Pizza. Ja, genau. Ja, das Wichtige musst du können. Das ist so. Gut. Ja, jetzt heute oben, eben, wir haben vorhin schon gesagt, der andere ist da, wir sind sehr gespannt, wir zwei, wir können uns nachher ein bisschen zurücklehnen, weil du kannst ja noch schnell den Silas ein bisschen vorstellen. Ich glaube, letztes Mal haben wir ihn vorgestellt, ich weiss gar nicht. Nein, vielleicht nicht, das war ein Fehler gewesen, weil gell, in der Metal Church kennen wir Silas schon lange, ist einer von unseren treuen Weggefährten und Mitarbeiter. Der Silas ist Sänger von Melodic Confession in der Metal Church, also von der einen Gottesdienstband, die seit dem Anfang dabei ist. Aber der Silas ist auch sonst Künstler, er zeichnet, er ist Lehrer, er schreibt und er macht auch noch andere Musik. Er ist immerhin vor allem so mit Celtic Folk unterwegs. Schottland hat es ihm seit ein paar Jahren angetan. Das ist das, wo er vor allem auch aktiv ist. Aber er singt auch noch sonst in einer Metalband, wo er mit ihr am Pausieren ist. Prog-Metalband, Mirian, Dosenbärm, Piet. Also ein versierter Künstler, Musiker selber und darum auch ein guter Gesprächs. Leiter eben, wo man dich auch auf Augenhöhe miteinander, wo Künstler, Leute in der Szene mit ihm können ins Gespräch kommen. Ja, und vor allem, also ich kann jetzt nur das Letzte beurteilen, wo wir mit dem Ben Solberg sehr, sehr in die Tiefe gehen kann. Das war ein Gespräch, das ich so mit meinem Wissen über dieses Thema, das wir dann hatten, gar nicht hätte können so führen, so tief. Also von dem her ist sicher der richtige Mann für heute Abend auch wieder. Genau. Ja, es ist Closet da. Eben, ja. Ich wollte sagen, heute ist eigentlich noch ein wichtiger Tag. Die kleinen Kinder haben Freude und ein bisschen Angst, weil der Sammy Klaus kommt. Und wenn sie nicht so gefolgt haben, bringt er vielleicht nur die Rute und kein Schöckchen. Genau, und das hören wir jetzt nämlich in so einem Song. Santa Claus is coming to town, aber in der Version von Docken. Da hören wir zuerst mal rein.
Blätter. Rock und Metal mit dem Mige Colatrulio. Radio Blitz, dein Webradio von Grenchen. Genau, und wenn wir schon von Santa Claus haben, wollen wir schnell mit dem Metalpfarrer darüber reden, was der Sammy Klausen-Tag eigentlich bedeutet. Genau, das ist ein bisschen verrückt, oder? Der Song, den wir jetzt gehört haben, redet ja vor allem davon, von der Angst, oh, pass auf, wenn der Sammy Klaus der kommt, ist Tag von der Abrechnung. Und ja, das Amerikanische, das hat ja noch viel mehr übergeschwappt. Der Sammy Klaus, wie man ihn heute eigentlich wahrnimmt, ist ganz stark von Coca-Cola geprägt oder so. Und das hat eigentlich gar nicht so viel mit dem Original Sammy Klaus zu tun. Oder Sammy Klaus heißt Sankt Nikolaus, Heiliger Nikolaus. Es geht eigentlich um eine christliche Person aus der Kirchengeschichte, um einen Bischof von Myra. Historisch ist nicht alles so klar, es ist viel legendarisch. Von dem wissen wir nicht alles, wie alles so genau war. Aber es geht eigentlich um eine vorbildliche Person. Und was mich so, ein Teil von dieser Geschichte, wo glaub, wahrscheinlich schon so ist, wo mich beeindruckt ist, das ist eigentlich ein reicher Bursch gewesen, der aber als Waise aufgewachsen ist, der Haufen geerbt hat. Und nachher irgendwann gemerkt man so, dass die Worte von Jesus vielleicht, dass die nicht etwas angehen, wo Jesus sagt, hey, wenn du viel hast, dann gibt es Geld weiter. Und wenn du mir nachfolgen willst, dann gibt es weiter an die, die es brauchen. Und so hat er dann offensichtlich sein Vermögen verschenkt an Bedrängte und Bedürftige. Und später ist er dann eben auch ein Bischof geworden. Das heisst, Bischof, das ist ein christlicher Leiter von einer Kirche gewesen, dort in der heutigen Türkei. Das ist eine ähnliche Geschichte wie der Franz von Assisi, wo ja auch so aus reichem Kaufmanns-Ding gekommen ist. Und ist eigentlich verrückt, oder, wenn wir heute überlegen, was der Sammy Klaus so ist und eben mit der ganzen Coca-Cola-Geschichte im Hintergrund noch viel mehr kommerziell. Eigentlich ist es nicht ein Tag, um irgendwie eben Kommerz zu feiern, sondern eigentlich die, die haben, sollen es weitergeben und verschenken. Vielleicht kann man das also ein bisschen mitnehmen. Da kommen mir zwei Sachen sein. Erstens ist Red Bull einfach zu spät gekommen, weil die würden ja fliegen mit Red Bull, oder? Und zweitens hat es, glaube ich, genug Leute rum, die genug Geld hätten, die ein bisschen verteilen könnten. Ich wollte übrigens Käse, mir geht es schon eigentlich gut, aber es hat sicher genug Leute, die, wenn wir wieder ernst werden, die es anders könnten brauchen als ich, oder? Genau. Nein, ich meine, es ist schon so, dass man viele jetzt auch, das habe ich glaube ich öffentlich umgezogen, verschenke ich auch etwas, aber es ist nicht alles verloren gegangen von dieser Grundidee. Aber ich glaube, es ist trotzdem gut, wenn man wieder genauer anschaut. Du hast mir einen Song zugesteckt, der ein bisschen mit dem Winter zu tun hat. Du sagst, das ist so ein bisschen mein Wintersong. Ja, den habe ich das Jahr so entdeckt. Das ist eine Band, die ich eigentlich erst vor einem Jahr am Riverside so bewusst wahrgenommen habe. Den Namen schon kennt, Beyond the Black. Und seither hat sie mir das mega angetan. Und jetzt haben wir so wunderbare Winterlandschaften gehabt. Aber der Winter kann ja auch sehr grausam sein, wenn es nicht warm ist, wenn man eben nicht genug Gas und Holz und was auch immer hat. Und der Song «Winter is Coming», finde ich, bringt so die Winterstimmung auch die Bedrückung, was der Winter kann auslösen kann, wenn man dann eben nicht genug warm hat und so. Mega zum Ausdruck. Dann hören wir uns an. «Beyond the Black» mit «Winter is Coming». Frost, we count on me.
Blitzableiter. Rock und Metal. Genau, und jetzt habe ich vergessen, reinzureden, weil ich da gemeint, der Jingle geht noch etwas länger. Und jetzt muss ich hier Samuel sein Mikrofon auch wieder einschalten, dass man den auch noch hört. Und zwar sind wir jetzt schon bald befreit, wir zwei. Genau, wir haben unsere Pflicht oder vorläufig den mal tun. Genau. Ja, am Schluss hört man uns dann noch einmal. Es gibt dann auch noch einen Ausblick, erstens, was bei euch läuft. Wir schauen dann auch ein bisschen auf das 2024 raus, sicher mal. Aber auch noch ein bisschen von Radio Blitzseite, was bei uns noch so ein bisschen läuft. Bei uns gibt es ja nicht nur den Blitzableiter, gibt es auch noch ein bisschen andere Sachen. Und es würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere, der jetzt schon wegen dem eingeschaltet hat, vielleicht auch mal bei uns ins Programm einschaltet. Aber wir sind in einer wichtigen Zeit drin, wir sind im Advent drin, also für ganz viele Leute eine wichtige Zeit. Genau, es ist die Vorbereitungszeit auf Weihnachten, es ist die Zeit, wo man zurückdenkt und auch die Erwartung von, hey, da in dieser Welt ist nicht alles in Ordnung, sondern da muss noch etwas gehen, Gott muss noch eingreifen. Und die Hoffnung, darauf zu harren, daran zu glauben, dem Raum zu geben, die Erwartung, dem Raum zu geben. Und das geht es eigentlich im Advent. Also als Christen glauben wir und warten darauf, dass Jesus zurückkommt und dass die Welt noch in Ordnung kommt, dass Gott eingreift und auch richtet und Ordnung macht. Und ich habe noch einen Song mitgebracht, der das mega zum Ausdruck bringt. Das ist mein Lieblings-Adventslied. Aber natürlich auch in einer Metal-Version, nicht in einer Orgel-Kille-Version. Auch kam Emmanuel, und zwar vom man sagt ihm auf Metal, genau, der Metal God. Ich glaube, er weiß selber, dass er kein Gott ist, aber so sagt man ihm, der Rob Halford von Judas Priest. Oh come, Emmanuel. Das ist noch schnell eine Frage, bevor sie den einspielen. Wo findest du das Zeug überall? Ja, das ist jahrelange Recherche, wenn man natürlich sich für Sachen interessiert. Du findest ja vielleicht auch die Sachen, die dich interessiert eher und das, was mich natürlich anspricht. Das, genau. Aber es sind natürlich jahrelange Suche und Zeug auf. Auch archivieren und dann steht es natürlich in den CD-Gestell und dann kommt dann das wieder in Sinn. Genau, dann hören wir uns an und nachher wollen wir in den Talk hinein starten mit unserem Gast, der hier schon wartet und gespannt ist, wie wir auch, genau, was denn da rauskommt. Also, hören wir uns an, Halford mit Oh Come Emmanuel. Jetzt muss ich noch das richtige Hebel rufen. And ransom cap.
So, oh, da läuft er noch im Hintergrund, muss er noch runterziehen. Das war also der Halford. Und jetzt, Samuel, tun wir noch schnell die anderen zwei Mikrofone auf und begrüßen noch die, die jetzt den Talk werden zusammenführen. Genau, ich freue mich mega, dass der Silas Bitterli, der Moderator, da ist vom Talk. Sali, Silas. Ciao zusammen. Und dir hat jemand mitgebracht noch für die Sendung. Genau, wir haben Andi Lamorte hier von Rainforce. Guten Abend zusammen. Ciao Andi, freut mich, bist du da? Zuerst mal bei mir im Blitzableiter. Das ist ja so, ja. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf einen spannenden Tag zwischen Silas und dem Andi. Und wenn wir Fragen haben, dürfen wir uns auch rein stürzen, haben wir gesagt. Und genau, vor allem dir daheim dürft am Schluss von diesem Tag werden wir noch eure Fragen einblenden, wenn irgendwelche Fragen kommen von euch. Ich gebe schnell meine Natel-Nummer durch. Studio Blitz-Nummer ist 079 930 55 88. Und ihr könnt aber auch am Samuel direkt aufs Metal Church Handy und das wäre das ist 079 739 09 59 oder ihr findet es auch auf metalchurch.ch unter den Kontakten sonst. Genau, also meldet euch, wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr auch an Samuel oder an mich eine Frage stellen oder vor allem natürlich an unseren Gast. Und jetzt starten wir den Talk, freue mich drauf und bleibe dran hier auf Radio Blitz mit dem Heavy Metal Talk. Samuel, wir geniessen das, oder? Amen. So, da sind wir wieder. Ich bin sehr gespannt auf heute. Hoffe dir auch ja. Noch schnell, bevor wir starten, was so ein bisschen die Idee ist, weil wir machen das ja schon ein paar Mal schon. Aber erst das zweite Mal hier. Und die Idee ist, dass wir Gespräche anregen wollen. Wir wollen Fragen stellen, wir wollen einen Raum schaffen, dass die Leute Fragen stellen können, um über die Themen nachzudenken. Und die Themen sind eine Schnittmenge zwischen Sachen, die mit Musik zu tun haben, vor allem mit Metal, härter Musik, die mit Kunst zu tun haben, im weitesten Sinn, und irgendwie auch ein bisschen mit Glauben und Killen. Und irgendwo da drin ist eine Schnittfläche, wo wir dann immer Gäste haben. Und was ich sehr cool finde, ist, dass die Gäste so unterschiedlich sind. Also wir haben schon alles gehabt, von Studierten bis hin zu Laienprediger bis zu einfach Vollblutmusiker, alles quer durch das Band. Und heute haben wir den Andi Lamorte hier. Ciao Andi. Sali Silas und merci vielmals für die Einladung. Ja, was denkst du, warum haben wir dich eingeladen? Die schwierigste Frage zuerst, gell? Ja, warum hat man mich eingeladen? Also ich glaube, Samuel hat es vorhin ein bisschen angetönt. Ich bin nicht erst seit gestern irgendwo in dieser Szene unterwegs. Ich glaube, ich bin wirklich auch lang verbunden mit dem Element so Frog Festival, wo bevor es das die Metal Church gegeben hat, der Verein Anblick, ist eigentlich das so ein bisschen ein erster Sammelpunkt gewesen, so ein bisschen für eine Schweizer Szene, wo Musiker oder Bands drin gewesen sind, die sich auch mit christlichen Themen auseinandergesetzt haben. Und ich weiss nicht. Vielleicht wie bist denn du zu dieser Musik gekommen? Also, meine, das ist eine Frage, die ich jedes Mal stelle. Wie ist die harte Musik zu einem kommen, weil so in der gesamten Kultur ist es ja zwar überall irgendwie klein, aber doch immer noch eine Nische. Wie ist das bei dir gegangen? Ja, das ist noch spannend und ich glaube, die ganz erste Erinnerung überhaupt, die ich habe an Musik, die ist schon wirklich sehr alt. Und ich glaube, die geht zurück, als ich wirklich noch kleine Pföderi war. Bei Pföderi versteht man dort zu Bern, gell? Ich mag mich erinnern, dass wir daheim eine Stereoanlage hatten, noch so eine richtig alte, wo da noch so die Lichter, ich glaube, beim Equalizer, wo man da den Sound und dann da rote, gelbe, grüne Lichter hatte. Und ich weiss, dass die Eltern eine LP hatten und die wollte ich immer hören. Ich wollte immer den alten Mann hören. Der alte Mann? Genau, der war da schon alt, Roger Whittaker. Jetzt der, der das etwas sagt, das ist, glaube ich, mein Schlager. Ich habe heute noch ein bisschen recherchiert wieder. Und ich habe immer den alten Malos und ich bin scheint vor dieser Stereoanlage gehockt, gefühlt stundenlang und habe dann ein Lichtchen zugeschaut.
Und so hat es mir eigentlich schon gleich den Irmo reingenommen für Musik. Und ja, am Anfang war es wirklich so ein bisschen irgendwo in der Schnittmenge Schlager gewesen. David Hasselhoff, mag ich mich erinnern, hat mir gefallen. Und dann irgendwann ist ein Moment gekommen, wo ich bei der Großmutter auf Besuch war. Und ich habe einen Onkel, der ist nur ein paar Jahre älter als ich, und der hat dann so ein bisschen härteren Sound gehört. Und der wollte uns mal verschrecken und hat dann irgendwie so ein Lied angehört. Das ist gefühlt meine erste Berührung mit härter Musik. Es kann sein, dass ich schon andere Stücke vorher schon gehört habe oder so. Und dann war das so ein Lied, das so ein bisschen mit Kirchenglocken angefangen hat. Ich glaube, es ist so ein bisschen ein Gebet noch gesprochen worden oder so. Und irgendwann hat er voll aufgedreht und dann ist irgendein Gitarrist namens Bob Hartmann mit der Gitarre eingefahren, du und ich bin verschrocken und fast dort hinter sie umgekehrt. Der Schreck hat funktioniert. Der Schreck hat funktioniert und hat heilende Wirkung gehabt, würde ich sagen. Wo bis heute anhaltet und hoffentlich auch noch ein bisschen weiteres. Und das war Petra und das war der erste Song vom Unseen Power Album. Und irgendwie hat es mir einfach dort mehr als nur ein Irmo reingenommen. Und das war nicht nur dein erster Song dort, sondern auch für heute. Und den hören wir uns jetzt zusammen an. Den hast du nämlich mitgebracht. Super, machen wir. We'll be right back.
erste Schrecken überstanden. Sehr cool, das war Petra. Ich finde immer wieder faszinierend, wie Musik, wo, eben, gell, das ist jetzt irgendwie 30 Jahre her oder so fast. Kommt dann, ja. Musik, die man früher mal gehört hat, die einem als extrem, als speziell reinkommt. Und nachher, eben, 30 Jahre später, hört man es und denkt, ja, das ist doch einfach Musik, das ist doch normal. Ich finde es immer faszinierend, eben, was, gerade beim Metal, weil Leute, die eben drin sind, man sich an Sachen gewöhnt, aber Leute von außen manchmal gar nicht so recht können nachvollziehen, was passiert denn hier? Wie war das für dich, wo du dann gefunden hast, ah, die Musik ist eigentlich noch faszinierend? Wie hast du das erlebt, dass Leute das vielleicht nicht immer so verstehen? Ja, das hat es gegeben. Also, das hat es durchaus auch in einer Phase gegeben, so ein bisschen in meiner Oberstufenzeit, wo ich gemerkt habe, dass ich vielleicht schon mit gewissen Interessen nicht so im Mainstream inne bin. Also, ist noch speziell gewesen. Es hatte zwar schon die ein oder andere, kann ich dann auch erfahren, haben Metal gehört, aber dann ein bisschen anders. Und ich war schon eher noch speziell gewesen mit dem traditionellen Hardrock und so. Mhm. Das war eins von verschiedenen Sachen gewesen, ja. Aber, sorry, ja, wenn Musik kannst du einfach irgendwie nicht, das musst du einfach dann halt das hören, wo halt dann ist, oder? Und ich hatte, ich hatte einen Gutschein von einem CD-Laden und ich bin dann an einem, die auf die Weihnacht gewünscht und dann musste ich die CDs hören, die Petra-CDs oder andere dann go posten oder selber. Gotthard ist dann schon gleich mal gekommen. Und dann ist dann aber auch, wir haben vorhin eben das, so das Stilistische, oder? Was heute so ein einfach so, ja, ist halt einfach Musik oder einfach Metal ist. Bei mir ist es stilistisch sehr schnell auch gerade extrem in die Höhe. Und gewisse Sachen, die mir heute sehr gut gefallen, habe ich dann am Anfang überhaupt nicht können abgewinnen, gell? Also, ich habe zum Beispiel Saver Machine, Eric Clayton, wo aus heutiger Sicht für mich ein absoluter Künstler ist und wo ich hohe Achtung habe, vor allem, was er macht. Als ich das erste Mal gehört habe, konnte ich mit dem nichts anfangen können, weil ein Rock- oder Metal-Sänger singt doch nicht so. Und er singt ja mehr so operhaft, oder? Ganz genau, ganz ja. Genau. Und bei mir hätte ein Sänger müssen tönen wie eben der John Schlitt irgendwo, so ein Charakter hoch oder eben der Steve Lee. Gotthard, wo ich eigentlich bei Gotthard eingestiegen bin, eigentlich so ein bisschen in der härtesten Phase. Leider habe ich sie nie live gesehen, ich hatte das nur auf CD gehabt. Und das ist für mich so ein bisschen, wie nochmal so ein bisschen der Durchbruch gewesen, einfach wie muss die Musik tönen, wo ich liebe, oder? Die wirklich die Energie und der Power und das so ein bisschen, einfach auch so ein bisschen in your face, oder so ein bisschen. Und ich muss sagen, viel Musik, die ich nachher entdeckt habe, hat sich müssen, gerade an Teilhard von Gotthard musikalisch irgendwo messen. Das war für mich der Gradmesser, ob ich es cool finde oder nicht. Das hätte aber im Fall ganz stilistisch unterschiedlich sein. Ich weiss jetzt nicht, ist noch speziell zum Erklären, aber irgendwie vielleicht so ein bisschen Attribute wie Energie, spezielle Stimme, vielleicht auch ich als Gitarrist ist noch speziell, mit Ausnahme von White Cross, bin ich eigentlich immer über die Sänger zu der Musik gekommen. Spannend. Das ist noch spannend, jawohl. Ich habe weniger auf Gitarrist oder so ein bisschen auf die Solo-Fiedler gehört. Für mich ist ein Gitarrist nicht einfach nur Hammer. Ich kann natürlich die Qualität von einem Gitarrist beurteilen, wenn einer technisch super gut ist, aber für mich ist ein Gitarrist wie etwas, wo etwas Vollständigeres ist. Also ich liebe Gitarristen, wo irgendwie der Mensch und die Gitarre zusammengewachsen sind. Leo Leoni zum Beispiel, finde ich, wenn der auf der Bühne steht. Oder Doug Aldrich, ehemals Whitesnake, jetzt der Dead Daisies. Das ist für mich die liebhafte 80er-Jahrigkeit, oder? Wo so ein bisschen mit der Gitarre das Pose. Das gehört halt irgendwie alles zusammen. Oder auch mein Rainforce-Kollege, der Michael Piranio, wenn der Solo spielt, finde ich, dann redet die Gitarre, dann lebt sie. Und das ist mir irgendwie immer sympathischer gewesen. Also ich habe höheren Respekt vor all diesen Technikern. Aber vielleicht habe ich den Zugang nicht schlichtweg einfach nicht gekannt, nicht wollen. Also ich verstehe das 100%. Schlussendlich ist ja die Stimme als Kommunikationstool das Häufigste, was wir brauchen, so aus dem Alltag. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es geht, Emotionen zu transportieren, das geht halt einfach
wortwörtlich ins Ohr. Ich habe es noch spannend gefunden, weil Gotthard ist eine von diesen Bands, die ist bei mir Ohren, die früh auftaucht, für die ich sonst gar nicht wirklich zu diesem Zeitpunkt Zugang hatte zu härter Musik. Aber ich kann mich erinnern, so im CD-Laden hat es schon ab und zu mal noch so einen Gotthard bei diesen 10 Kopfhörern an der Wand gehabt. Meistens natürlich, weil sie ein, zwei Balladen gemacht haben, die irgendwie beim Radio auf und ab gespielt worden ist. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich dann als Kind und dachte, ah, oh, das wollte ich jetzt mal hören. Und bin überrascht gewesen, dass eben der Rest von CD, der halt nicht One Life, One Soul ist oder so. Korrekt, sondern ja. Halt, so ein bisschen etwas abgeht und so. Und das ist, ja, so wie neben dem Positiv-Schock-Charakter irgendwie. Ja, also bei dir auch so ein bisschen der Einstieg in das Hardrock gewesen, oder? Ich glaube, das ist das erste Mal, als ich so bewusst habe wahrgenommen, ja. So wie, ah, das ist effektiv Musik. Man kann also eine ganze CD mehr oder weniger komplett füllen mit lauter Musik und man macht halt einfach noch ein Netz, damit es dem Radio gespielt wird. So habe ich das dann ein bisschen interpretiert, genau. Spannend, mega. Ja. Gotthard, das ist auch schon der nächste Hinweis. Du hast uns nämlich den Song auch mitgebracht, den du vorhin beschrieben hast. Ja. Dial Hard. Ja, Higher, und da läuft mir jedes Mal Gänsehaut, aber wenn der Anfang und wie da die Gitarre reinbretscht, das ist einfach... Hey, we'll be right back.
Gotthard. He? Schweizer Grösse. Sehr gut. Jetzt ist es so, du bist ja nicht nur einfach hier, weil du gerne Musik hörst, sondern du eben auch selber Musik machst. Du hast ja verschiedene Band- und so Musikkonstellationen, wo du drin irgendwie aktiv bist und immer noch aktiv bist. Und im Moment ist Rainforce das, wo am aktivsten bist. Ist das so? Das ist korrekt, ja. Das ist meine Hauptband, jawohl. Kannst du schnell etwas davon erzählen? Was ist das genau? Ja, Rainforce ist Hardrock und jetzt gell, muss ich aufpassen, wenn ich sage, alles muss ich jetzt an diesem Song messen. Dann habe ich mir da vielleicht ins eigene Fleisch geschnitten, aber das sollen die beurteilen, die das hören natürlich, genau. Aber Rainforce ist schon so ein bisschen meine Idee von dem Hardrock, wie ich es gerne höre, eben umzusetzen. Also ich habe Rainforce zu einer Zeit angefangen, wo ich eben sonst in keiner Band gerade mehr aktiv war und bin dann so ein bisschen, fast ein bisschen back zu meinen Roots, wie ich angefangen habe Musik zu hören und hatte dort eigentlich wie einen Traum angefangen umzusetzen, wo ich schon länger ein bisschen hatte, oder eine Idee, nämlich angefangen so ein bisschen Hardrock-Songs zu schreiben und hatte die auch mit Texten für sich. Ich schreibe Musik und auch Texte und auch mit Texten, wo zum Teil sehr persönlich gsi sind, wo von meinem Glauben auch inspiriert sind und zum Teil auch ein bisschen autobiografisch sind und habe ein paar Leute zusammengesucht, um mal ein Album aufzunehmen und habe dann gedacht, ja, wir nehmen jetzt mal das Album auf und dann schauen wir, wo das hinführt. Und dort hat es dann Leute aus Deutschland dabei gehabt und aus Malta dabei gehabt in dieser Studio-Besetzung plus ganzen Haufen. Plötzlich selber überrascht war, wie höchst Special Guest, dass ich auf meinem Album auch noch haben. Ich habe Rex Carroll angesprochen, ein Gitarrist, der mich seit frühen Teenie-Jahren begleitet, oder? White Cross, der dann ein Solo beigesteuert hat auf meinem ersten Album. Das war natürlich ein unglaubliches Highlight gewesen, oder? Ja, dann war es noch verrückt, als wir das Album gemacht haben. Wir haben dann unabhängig voneinander das deutsche Bandmitglied und das maltesische Bandmitglied gesagt, du, also gell, wenn du live spielen willst, ich wäre eigentlich dabei. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also hast du dem Sinn gehabt, das überhaupt zu performen, oder ist es wirklich mehr einfach Musik machen als Produktion gewesen? Also es wäre nicht ehrlich, wenn ich jetzt würde sagen, nein, es ist nur ein Album, weil ich bin jemand, der Musik muss performen. Ich liebe so irgendwo auf der Bühne zu stehen. Das ist schon noch so ein bisschen meine Welt, sage ich jetzt mal. Und ich weiss aber jetzt nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich jetzt das unabhängig voneinander oder die Angebote gekommen wären, weil irgendwo hat da doch jedes Bandmitglied auch einen Charakter gegeben, oder? Und wie macht ihr das jetzt, wenn der Sänger aus Malta kommt? Ja, wir haben verschiedene Varianten. Also schon so, der Sänger, der Jordan, hat ja seine eigene Band noch Nomadson und ist in den letzten Jahren zu einem sehr beliebten Sänger in der Szene geworden. Die kenne ich ja mal am EOR. Genau. Ja. Zweimal auch mit EOR gewesen, genau. Ja. Und hat noch diverse andere Projekte und so. Von dem her, er ist unser Hauptsänger, das ist ja so. Wir haben aber auch einen Ersatzmann aus der Schweiz, das ist der Jonas von Gomorra, der auch kann einspringen kann, wenn es auch für ihn passt. Er hat natürlich auch ganz klar eine Priorität noch in seiner Band. Und wir versuchen möglichst regelmässig so ein bisschen, oder in regelmässigen Abständen mal zu viert, also instrumental zu üben. Und vor Konzert nehmen wir dann, das schauen wir, dass wir es zu passen machen mit dem Sänger. Ich sehe, dass du bist da ziemlich verknüpft und vernetzt. Wie ist das gekommen? Wie hast du mit dieser Szene zu tun bekommen, dass du jetzt überall die Leute kennst und den Mut hast, die einfach so anzusprechen, mitzumachen? Mut ist ein gutes Stichwort. Aber ich glaube, die Verknüpfung und Vernetzung, ich glaube, das verdanke ich wirklich auch gewissen Leuten. Also da, also gerade auch bei dem Projekt, ganz generell Rainforce, habe ich überhaupt nie ein Solo-Projekt gesehen. Ich habe gesehen, ich habe meine Songs, ich habe meine Lyrics, die sind nicht grundschlecht, habe ich gemerkt. Das kommt an bei den Leuten. Aber natürlich braucht es, oder ist Gott das nicht ohne Hilfe. Und mit so diesen Verknüpfungen ist halt so, ich bewege mich halt schon seit Jahren auch so ein bisschen in der Szene oder bin auch Teilen so ein bisschen eben von dem EOR-Unblack-Kuchen, sage ich jetzt mal, gell? Und habe sehr gleich den heutigen Festivalleiter
vom EUR kennengelernten Mike, wo ich sehr auch in das Ganze ein bisschen reingekommen bin, auch mit gutem Sound entdecken zuerst. Und dann habe ich mit ihm zusammen auch Konzerte organisiert. Einmal ein Lechtfalk hat er bei mir übernachtet. Da kommen wir dann später noch zu dieser Band. Und dann natürlich auch die Unplugged-Szene selber, also gerade Sammy Hug und Co., wo ja auch natürlich immer wieder so ein bisschen vernetzend gewirkt haben. Und dann auch die zwei Boys von Quam Liebet Records, also der Matt Brand und der Jan, wo ja Peilen, lange Zeit Peilen gsi sind, wo ich ja auch dann Teil von dieser Band mal gsi bin für ein Album. Und der Jan heute auch bei mir als Bassist bei Rainforest drin ist. Das sind so ein bisschen Schlüsselpersonen, würde ich sagen, wo ich dank ihnen auch die Connections ein bisschen dürfen überkommen, muss aber auch sagen, ich bewege mich auch selber in der Szene und es ist dann auch so, dass auch ich auch schon die Möglichkeit gehabt habe, etwas zurückzugeben, nachdem dann in diesen Leuten. Es ist halt so wie überall, gell? Es ist ein Gehen und ein Nehmen und vor allem ein Miteinander. Ich glaube, das ist wichtig. Ich würde gerne noch ein bisschen auf die Szene eingehen. Ich bin nicht ganz sicher, wie viele von den Leuten, die am Zuhören sind, überhaupt wissen, was das EOR ist oder Unplugged. Und das tun wir sicher schnell ein bisschen erzählen, möglichst aus deiner Perspektive. Du bist da lange irgendwie dabei. Aber bevor wir das machen, würde ich jetzt eben gerne mal einen von diesen Songs hören. Von Rainforest. Du hast einen mitgebracht. Rock'n'Roll. Kannst du kurz etwas dazu sagen, warum dass du diesen Song mitgenommen hast? Der Song passt ein bisschen thematisch in das, was wir jetzt ein bisschen angesprochen haben. Und weil der Song zitiert eigentlich ganz viele Alben oder Songs, die mich ein bisschen geprägt haben in meinem Weg. Die einen oder anderen werden Songs vielleicht erkennen. Also da ist unter anderem Misch Gotthard mit zwei Songs drauf. Petras Unseen Power Album wird erwähnt. Da ist aber auch Nazareth mit «The Slide Tonight» ist drauf. Aber auch härtere Sachen. Oder Jacob's Dream. Oder irgendwie einfach so ein bisschen Sachen, die mir irgendwo viel bedeuten. Ich versuche ihnen irgendwie möglichst sinnvolle oder sinnlose Reihenfolge zu bringen. Und für mich irgendwie auch wichtig, der Refrain einfach zum sagen, hey, schau jetzt, es gibt, die Welt verändert sich so und immer schneller und so, aber hey, ein guter Song, der bleibt einfach ein guter Song. Wir haben es vorhin angesprochen, Destiny höre ich seit 29 Jahren, oder, immer wieder gern, oder, und das ist für mich genau, oder, hat genauso viel Stellenwert wie auch My Faith in Christ, oder, wo für mich auch etwas ganz, ganz Wichtiges ist in meinem Leben, mein persönlicher Glauben an Jesus. Und das habe ich einfach vielleicht in einem Refrain eigentlich meine Philosophie von Rainforest auf den Punkt gebracht. Punkt. Dann hören wir von Rainforest Rock and Roll. Blitz, dein Webradio von Grenchen, durch Blitzableiter.
Don't listen to that trash! Das ist also Rainforce. Sehr cool. Wie wir vorhin schon besprochen haben, Rainforce ist irgendwo mitten in dieser Szene drin, mit Connections zu diversen anderen Bands, der D halt. Und die Frage ist bei mir ein bisschen aufgetaucht, EOR, Unblack, für jemanden in der Szene Begriff wie Sonne, Boden, Wand, aber für andere vielleicht nicht. Wie bist du zu diesen Sachen gekommen? Was ist so ein bisschen deine Geschichte mit dieser Szene? Also, vielleicht hat man es schon ein bisschen gemerkt im Gespräch. Mein Glaube ist immer wieder so ein bisschen aufgeploppt, dass der zentral ist, auch bei Songschreiben etc. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe das als etwas sehr Wertvolles empfunden. Was aber nicht heisst, dass man sich nicht auch mal gewisse Gedanken macht oder mal selber Entscheidungen trifft. Und ich habe mich auch mal entschieden, für ein Leben mit Jesus zu gehen, wie man so schön sagt, oder für ein Leben nach biblischen Grundsätzen auch. Und ich bin halt durch das, dass ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, habe ich auch so ein bisschen eine kirchliche Karriere, in Anführungszeichen, hinter mich gebracht, so mit Sonntagsschule, mit Jungschar etc. Und so, und bin dann irgendwie auch durch Leute dort auch so ein bisschen in Berührung auch gekommen wieder mit Musik. Zum Beispiel eben eine von meinen absoluten Lieblingsbands, Mortification. Und für die sich jetzt vielleicht mit diesen Metal-Stils ein bisschen auskennen, denke ich jetzt, oh, leck, das ist aber gerade ein rechter Stilbruch, so von Rainforce, Gotthard, Petra zu Mortification, wo in den Anfangsjahren im Death Metal Grindcore daheim sind und eigentlich in der sogenannten, das immer wieder White Metal oder später Unblack Metal Szene oder eben Metal mit christlichem Inhalt eigentlich eine Pionierfunktion hatten auch. Und ich bin dort durch eine Jungschar-Andacht eigentlich und Leiter in einem Zusammenhang ein Mortification-Stück angelassen hat, bin ich auf die Band gestoßen und alle zusammen haben die Nase gerümpft und ich habe das irgendwie lässig gefunden. Und habe mich dann ein bisschen mit dieser Band anfangen weiter befassen. Und so bin ich eigentlich, bevor ich irgendwie die ganze Melodik, Heavy Metal, Power Metal, Trash Metal, habe ich eigentlich zum Hardrock Death Metal gelost, oder? Ein recht lustiger Gump, hä? Mortification ist für mich auch eine von diesen Bands, wo ich den Namen recht früh gehört habe, aber die Musik selber eigentlich gar nicht so. Ich habe es mehr gekannt, weil es hat so ein paar Leute hatte, so in den EGW-Umgebungen, wo ich als Jugendlicher manchmal bei ihnen ausgegangen bin. Und sie hatten T-Shirts von denen. Also so wie von Narnia T-Shirts gegeben und von Mortification. Das ist so eigentlich noch spannend. So, es gibt schon so ein paar Schlüsselbands, die glaube ich für viele Schlüsselbands sind. Das ist ja so. Also auch Petra ist so eine Band, oder? Und dann eben Mortification ist so eine Band. Heute ist vielleicht Theocracy so eine Band oder Signum Regis so ein bisschen in unserem Dings oder die ganzen Metalcore-Bands, oder, wo so ein bisschen von Amerika her über schwappen. Oder dann heute ist auch so ein bisschen, das geht mehr so in der kirchlichen Szene, sind da vielleicht Sachen wie Hillsong oder irgendwie so Sachen, wo vielleicht heute mehr so ein Schlüsselrollen haben, was früher vielleicht Petra war oder irgendein Disciple oder so etwas, oder? Ja, wobei ich schon das Gefühl habe, der Hauptunterschied dort ist schon, dass so die sie benennen es ja irgendwie CCM, also Christian Contemporary Music. Ja. Das ist ja schon eigentlich funktionale Musik, vor allem eben so für Gottesdienste. Währenddem, dass so die Unblack-Geschichte ist schon eher Konzert. Also schon eher, also nicht in dem Sinne, ich gehe jetzt an einen Gottesdienst mit Metal per se, sondern ich gehe an ein Metal-Konzert. Ja. Und die Bands sind vielleicht Christen oder singen über christliches Zeug oder irgendeine Mischform von all dem. Und eins von diesen Festivals in der Schweiz ist ja das EOR. Und da hast du ja auch gesagt, dass du irgendwie da Connections hast. Machst du dich erinnern, wenn du das erste Mal bist an das EOR gegangen? Sehr gut mag ich mich da erinnern. Das war mit meiner damaligen Band gewesen, Disobedience. Und das war 2004, gewesen, wo ich bin kurz vorher eingestiegen.
Die Band hat es vorhin schon ein paar Monate, vielleicht auch Jahre gegeben, sind von zwei Brüdern aus dem Raum Winterthur gegründet worden. So ein bisschen auch aus dem Detonation-Umfeld. Das war noch so eine Band, die hier aktiv war. Und haben dann kleinere oder Proberäume Konzert gemacht. Und ich bin dann eingestiegen. Und unter eins hat es geheissen, ja, hier im Raum Zürich setzt ein christliches Festival stattfinden, so in der Tradition von diesen Festivals, wo man so von Deutschland oder Amerika kennt. Und da will man auch so die Band so holen. Und sie hat dann gleich geheissen, ja, wir wären hier angefragt, eben auch zu spielen dort. Und so bin ich als allererster EOR gekommen. Ich habe übrigens noch jedes einzelne EOR besucht. Nicht immer B-Tage, aber bei jedem einzelnen dabei gewesen. Und habe aber dort wirklich beim allerersten am Samstag, nicht am Freitag, sondern am Samstag haben wir den Tag eröffnet. Am Freitag hat, glaube ich, gewisser Samuel Hug da mit seiner Band Heavenly Soldiers einen frühen Auftritt gehabt. Ich weiß nicht, ob er eröffnet. Die Idee wäre die. Ja, die Idee wäre, dass man das Festival eröffnet, aber selbstverständlich der Monissi Dörf hat dann nachher gestartet und wir haben eine zweite Band gespielt. Stimmt. Eine kurzfristige Planänderung. Ja. Das ist übrigens auch, wenn wir gerade so bei diesem Thema sind, also mein allererster Auftritt so in dieser Szene ist irgendwie in einem Club, ich glaube GZ Heuried, habe ich mal auf dem Plakat gelesen, in Zürich, wo ich irgendwie als Gast bei Disobedience einen Song bin mitspielen. Und hat dort mal das erste Mal so ein bisschen Live-Luft geschnuppert, wie das könnte sein, so an einem Death-Metal-Konzert, wenn man selber auf der Bühne steht. Und Vorband sind Heavenly Soldiers gewesen und dort Sänger ist ein gewisser Samuel Hu gewesen, der sich nachher über die Jahre einfach die Wege immer wieder gekreuzt haben. Das ist für mich schon noch recht witzig, weil ich bin ja hier die späteste Zuzug in dieser Szene. So, ich habe mittlerweile auch schon dürfen, am EOR auf der Bühne stehen. Mhm. Aber für mich war es immer so faszinierend, in eine Szene reinzukommen, die eben so eng verknüpft ist, dass jeder halt irgendwie irgendwo Anknüpfungspunkte hat mit Bands und Zeug und Geschichten. Das finde ich schon noch faszinierend. Und es gibt auch so ein bisschen den familiären Groove. Also für mich ist eins von meinen ersten Bilder, so erste Erinnerungen an das EOR ist, man kommt dort her und dann frage ich so, wo sind alle Leute? Und dann, ja, die sind im Parkli. Und dann sind alle dort irgendwie am Bräteln verrissen in der Sonne. Hunderte von schwarz angelegten, langhaarigen Typen, die dort mit in diesem Familienparkli friedlich am Grillen sind. Über das Böckli läuft irgendwie harte Musik. Das ist schon ein lustiges Bild. Das ist faszinierend und für mich irgendwie alle Jahre ist das so ein bisschen alles heimkommen, wieder weg der Bands, weg der Leute, die man kennt. Und auch eben die Möglichkeit haben, dieser Bands, die man auf CD hat und lange Jahre hört, eben, dass die in der Schweiz spielen oder eben neue Sachen entdecken. Oder? Und das ist schon cool. Und gerade Disobedience hat dem ganzen EOR, oder wo sich nachher das so als Verein formiert hat, um eben so die Connections und Verknüpfungen zusammenzunehmen. Wir haben mega viel zu verdanken dieser Szene, die sich hier formiert hat. Wir haben dank dem einige Auftritte können machen im Rahmen von diesen EOR-Konzerten, aber auch in normalen Konzertlokalen, also wo nicht einmal der Faktor Unblack zuvorderst gestanden ist. Oder? Und das ist schon auch etwas gewesen, was mich immer fasziniert hat. Darum nochmal zurück zu dem CCM etc., wo heute Hillsong, ja, es hat eine White-Metal-Szene mal gegeben, die in den 80er halt sehr zu Amerika sehr in sich abgekapselt war und wo halbe Gottesdienste stattgefunden haben oder stattfinden, oder? Das vom Vergleich her. Und mich hat eben immer fasziniert, zu sagen, hey, wenn du an ein Konzert gehst, zahlst du Eintritt für ein Konzert. Wenn du in einen Gottesdienst gehst, ist aber nicht Musik im Vordergrund, das ist dann nur Beigemüse, dann gehst du, weil du mit den Glaubensthemen auseinandersetzt. Und mich hat das fasziniert, eben Konzerte zu spielen, außerhalb auch von diesen vier Wänden und zu schauen, ja, wie kommst du an mit dem Sound und mit dieser Message irgendwo auch. Und das ist etwas von zwei Sachen, die mir mega gefällt, auch an dem ganzen Verein Anblick heute und auch mit dem EOR, dass man da wirklich nicht mit Scheuklappen durchgeht, sondern eigentlich die Augen offen hat,
birgt natürlich auch immer Konfliktpotenzial, das ist ganz klar, Diskussionspotenzial, aber das ist eine von zwei Sachen, die mich mega fasziniert. Und das Zweite ist jetzt auch, was soll ich jetzt zwei sagen? Ich weiß es nicht. Genau. Ah ja, sorry, ich weiss es wieder, die unterschiedlichen Stilrichtungen. Ja. Also das ist für mich noch etwas ganz Wichtiges. Also, wir haben jetzt den Sprung gemacht von Hardrock zu Mortification und das ist genau mein Gusto. Also mir ist letztlich ein guter Song, egal welcher Stil im Metal oder Hardrock ist. Ich habe auch gut, keine Ahnung, Neil Morse neben Slechtfalk oder irgendwie Accept neben Maiden neben Petra, neben der Ballade von Gotthard hören. Im gleichen zu. Und irgendwie, das ist noch schade, dass das viel zu wenig der Fall ist bei den Leuten, die Rock und Metal hören, oder? Dass sie sich dann irgendwie auf ein Genre fokussieren und nur das hören. Und das EOR macht genau das nicht, sondern die stellen sich die Herausforderung, halt stilistisch wirklich sehr, sehr breit aufgestellt zu sein. Und für mich ist das ein richtiges Geschenk. Also wenn ich das Line-Up von nächstes Jahr anschaue, da ist Distant Past neben Extol, Becoming the Archetype, Amber als junge Schweizer Band, oder, wo so ein bisschen mehr im Hardrock-Bereich ist, da finde ich genial. Mhm. Ich schalte mich da gerade schnell ein. Ich bin noch nie am EOR gewesen. Aber für alle die es jetzt interessiert und auch noch nie gesehen, 15. bis 17. März nächstes Jahr. Und eben, du hast jetzt schon ein paar Namen gesagt, meine Stimme lässt langsam nachher, wo die werden auftreten. Aber meine Aufgabe ist ja immer die Schweizer Rock- und Metal-Szene. Und dann werde ich das sicher dann auch vor dem 15. und 17. März sicher dann noch eins erwähnen. Aber merci für euren interessanten Talk. Ich nehme mich schon wieder raus. Genau. Mortification. Das tun wir uns jetzt mal reinziehen und hören uns mal an, wie der Gump auf die noch etwas härtere Musik so von Ohren geht. Und zwar in einer Live-Version aus dem 93. Brutal Warfare. Es wird schon ein bisschen brutal. Aber das ist so im Blitzableiter. Bleibt dran. This is Brutal Warfare. Church of Christ.
Mortification. Genau. Eine von diesen Bands, die man eigentlich sollte kennen in dieser Szene, war eine wichtige Band. Und du hast kurz schon beschrieben, was es für dich ausgemacht hat. Wo war für dich aber der Schritt gewesen, zu sagen, jetzt mache ich selber Metal? Wo ist das passiert? Ich habe schon vorher in Bands gespielt. Zuerst Schülerband, nachher in einer eher so ein poprockig angehauchten Band namens Thankful Heart. Das ist ein Name nach einem Petra-Song übrigens benannt. Und wir haben dort aber auch ganz viele kirchliche Anlässe gespielt. Und ich habe schon immer gern Konzerte gespielt, wirklich Konzerte. Und habe dann irgendwann die Rüger Brothers kennengelernt, ich glaube auf dem Weg ans Popfest auf Schweden. Da ist auch so ein legendäres Festival, wo so hauptsächlich schwedische Unblack-Bands gespielt haben. Also dort habe ich Sachen wie Antestor kennengelernt, Crimson Moonlight, so im Black-Metal-Bereich, aber auch Leviticus, so eine Legende, die aus Schweden ist, die dort mal gespielt hat und so. Und dort habe ich die kennengelernt und die haben einen Gitarrist noch gesucht. Und es hat sich gut ergeben, weil Thankful Heart hat sich aufgelöst. Und dann bin ich dann so vom Soortaler Provinz-Hobby-Rocker plötzlich zum Winterthur-Metaller mutiert, gell? Okay. Und du hast E-Gitarre gespielt, oder? Ja, dort E-Gitarre gespielt, genau. Ja, seit jeher eigentlich, genau. Ja. Und das wäre eben Disobedience. Was ist so ein bisschen die Idee dahinter? Oder so ein bisschen, hat ihr irgendein Ziel verfolgt? Oder ist es einfach, wir machen mal? Nein, es ist schon, also das ist auch schön gewesen ich rede immer von den Rückers, oder, wo die Band gegründet haben. Die haben schon die sind aus einer Generation rausgekommen, wo wirklich der White Metal noch recht einen hohen Standard hatte, also mit wirklich harten Sound mit der frohen Botschaft wirklich zu verbinden. Und das haben sie schon gemacht, bevor ich eingestiegen bin. Also die haben wahnsinnig tolle Songs geschrieben und auch wahnsinnig tolle und auch sehr persönliche Lyrics gehabt. Nicht immer Englisch ganz voll korrekt. Das ist aber auch schon so nachher noch mehr gewesen, als ich dazugekommen bin. Und Sammy lacht jetzt, weil er hat es, glaube ich, mehrmals angeboten, die Songs auch zu kontrollieren. Heute mache ich das. Heute bin ich ein bisschen schlauer und lasse das von meinem linguistikaffinen Bassisten, ich kann man all die Songs noch kritisch durchleuchten. Ob man da nicht irgendwie noch einen Seich schreibt, der vielleicht in der Schweiz aufgeht, aber irgendwie könntest du irgendwie Leute vor Kopf stoßen in Amerika. Oh, oder irgendwo, das kenne genau. ich. Und es ist so schlimm. Ich veröffentliche jetzt im Januar ein EP. Jawohl. Und das ist wirklich der Moment, wo ich so die Druckdaten durchschaue, nachdem das Mastering schon verschickt ist, und ich sehe, dass ich nicht mehr so falsche Präpositionen brauche. Und dann denke ich so, ja, und weißt, und dann sage ich immer, oder sagen mir immer Leute, und hört mal den Klaus Meine an, wie er Englisch gesungen hat. Und Scorpions ist einfach eine Weltband und hat das zum Trademark gehört. Also, man kann das immer so oder so auslegen, oder? Sehr gut. Genau, und von Disobedience hast du uns ja auch einen Song mitgebracht. Kannst du etwas dazu sagen? Jawohl, also wenn wir oberkultig wetten sein, hätten wir müssen Bloody War spielen. Vom ersten Demo. Ich glaube, das ist so. Oh, das war ganz. Das klingt genauso, wie wir jetzt Reaktionen haben hier. Aber der Song ist irgendwie aus der Rüger-Ära. Und wir haben aber dann eine EP aufgenommen, die wirklich so in dieser Besetzung war, wo wir dann eigentlich am grössten waren, sage ich mal, also, wo wir dann auch in Deutschland einige Gigs hatten, wo wir EOR 09 einen von unseren stärksten Auftritten hingelegt haben. Und ist eigentlich, ich meinte, der einzige Song, den wir als ganze Band miteinander geschrieben haben. Und ist eigentlich so die Formation, wo ich auch heute noch sehr gute freundschaftliche Kontakte pflege, gerade zum Silo und zum Greis. Wir sehen uns noch regelmässig, ich glaube, sie haben noch mehr untereinander Kontakt. Und das ist einfach ja, ein genialer Song auch, aber ist einer von diesen Songs auch, wo, wenn ich ihn höre, ich denke, hey, nochmal, ich bin schon recht von Mortification beeinflusst gewesen. Das ist doch eine super Überleitung, oder? Dann gehen wir von Mortification zu Disobedience und hören mal, ob wir die Familiarität auch raushören.
Disobedience. Kannst du genau sagen, wer jetzt bei dieser Aufnahme alles dabei war, wo man vielleicht könnte kennen und von wo? Ja, das sind eben Matt und Dave Rüger gewesen. Sie sind von Winterthur gewesen und nachher so ins Bernbiet disloziert. Und nachher haben wir die Berner Fraktion gehabt, oder respektive noch jemand davon, den Silo Stalder. Und wir haben ja vorhin noch den Armut, den Möttu als Drummer gehabt. Das war auch so ein bisschen wirklich auch cool gewesen mit dem. Das ist viele, die uns kennen, mögen sich auch an die Ära noch erinnern. Und hier am Schlagzeug war aber der Kreis gewesen. Philipp Kreis, der heute auch sehr aktiv ist im Andleck-Verein und heute auch noch wirklich ein guter Freund ist von mir. Ja, du hast vorhin schon ein paar Mal so ein bisschen angetönt gehabt und dann auch ein bisschen anfangen auszuführen, dass die Musik für dich eben auch irgendwo immer so ein bisschen den Bezug auch mit dem Glauben hat, also die Musik zum Teil, die du konsumiert hast, aber auch, wo du wie selber machst, dass das irgendwo dort ein bisschen verwurzelt ist. Jetzt haben wir im Vorgespräch mal noch ein bisschen diskutiert gehabt und ich habe wie vernommen, dass du auch mal so ein bisschen durch eine schwierigere Phase gegangen bist, gesundheitlich. Und darum auch ein bisschen die Frage, weil, wenn so etwas passiert, was man wie eben nicht plant, was einschneidend ist, ist das ja für viele, dass sie dann sagen, wie, jetzt umso mehr gerade brauche ich wie Glauben. Oder andere, die dann sagen, ich habe irgendwie mein Glauben, wie müssen verlieren in dieser Zeit, so wie rum lässt Gott XY zu und so. Wie ist das für dich gewesen? Und kannst du schnell ein bisschen beschreiben? Ja, genau. Gerade vor allem ich, wo einer bin, der sehr gerne alles unter Kontrolle hat. Gell? Und wenn es nicht einmal nicht so läuft, dann ich es gerne habe, komme ich dann gleich mal irgendwie so ein bisschen. Werde ich ein bisschen ungemütlich manchmal. Das wissen Leute, die nicht mit mir zu tun haben. Kennen das, kennen mich. Und dann kommt so etwas, oder, wo du eine Krankheitsdiagnose hast, die am Anfang relativ harmlos tönt. Also ich will nicht ins Detail gehen, aber sagen, es war eine Tumorerkrankung, die am Anfang relativ harmlos tönt hat und nachher dich quasi ein Jahr insgesamt außer Gefecht gesetzt hat mit Chemotherapie und Bestrahlung und dann wieder Genesung eigentlich. Und ja, das hat natürlich Potenzial, um einem den Boden unter den Füßen wegzunehmen. Und darum, ich verstehe alle, die wo du jetzt angesprochen hast, wo durch das durchgehen, ist übrigens auch etwas, wo ich, wie auch in dem Song «Stay Strong», wo wir mit Rainforce viel live spielen, das Thema ein bisschen haben, oder was machst du, wenn es dir etwas droht, den Boden unter den Füßen wegzunehmen. Stay strong, you never walk alone, don't fear the world, the Lord is marching along. Und warum sage ich jetzt das da? Einerseits Werbung für Rainforce, logisch. Aber das andere ist auch, ich bin wirklich in dieser Krankheitszeit, ich mag mich erinnern, dass ich auch einmal an einem Punkt mich selber gefragt habe, André, glaubst du jetzt das in dieser Situation, die du jahrelang in der Jungschar, in Kind erzählt hast, in Andachten, das, was du jahrelang anderen Leuten mitgegeben hast, von anderen gehört hast, von Predigern gehört hast, von selber. Glaubst du das? Auch jetzt, in dieser Situation. Und was ist dein Schluss? Das ist im Fall nicht lang gegangen, das ist ein kurz und bündiges Ja gekommen. Und das ist irgendwo durch vielleicht erstaunlich, aber andererseits, ich glaube, wenn du in so einer Situation ein Ja hast zu diesen Prinzipien, zu dem Glauben, wo du vorher schon dein halbes Leben quasi in Felsen aufgebaut hast, mit dem gegangen bist. Und ich glaube, wenn du das schaffst, ich glaube, das ist mega wertvoll für eine Zukunft. Und ich habe wirklich dort in dieser Zeit erlebt, dass eben, es gibt doch das Lied, Sonntagsschule, ich baue doch dein Haus nicht auf sandigen Grund, genau. Das Bus, das Gescheiter auf dem Fels, wo von dem Gleichnis, das Jesus erzählt hat, in der Bibel kommt, oder? Und ich habe gemerkt, dass mein Leben auf einem Fels steht. Das heisst nicht, dass Friede, Freude, Eierkuchen war, auch heute nicht, bis heute nicht. Das heisst auch nicht, dass irgendwie ein Wunder passiert ist und ich bin geheilt war. Sondern ich habe einfach
Gottes Führung, das kann ich wirklich so sagen, in dieser Zeit mega fest dürfen erleben. Also, mir hat Gott nebst allem Schlimmen, was war, reich beschenkt in dieser Zeit. Also Gott sei Dank war es nie so gewesen, dass ich jetzt von mir her auch von den Ärzten so den Eindruck übermittelt bekommen habe, dass ich jetzt irgendwie, wie das ein Steve Rowe hatte, noch irgendwie Wochen oder Monate zu leben habe. Das ist bei mir Gott sei Dank nie zur Sprache gekommen. Aber es hat schon, die, die schon durch so eine Zeit durchgegangen sind oder Angehörige haben, die gehen, wissen das vielleicht. Es gibt, gerade wenn so die Tumor- oder Krebsdiagnosen sind, gibt es so wie Meilensteine. Oder? Am Anfang wird immer alles schlimmer und dann weiss man mal, was ist Sache. Und nachher kommen die Therapien dran. Oder? Dann gehst du die Ochsentour und wenn du dann so neu mit drin bist, gibt es immer so wie die Meilensteine, schlägt ein Medikament an, schlägt das an, was macht man noch und so weiter und so fort. Und Gott sei Dank hat es bei mir immer eigentlich in die positive richtig gegeben oder hätte man das Negative können korrigieren. Und also das ist so ein Fakten. Aber ja, die ganze Zeit, es geht über Ärzte, die wir betreut haben, über Leute, die mir nachgestanden sind in dieser Zeit, über Psyche, die ich bekommen habe, über kleine Gesten, die ich hatte. Das sind für mich, sorry, ich das sage, das sind für mich kleine Wunder. Und es ist einfach etwas, wo ich mega dankbar bin dafür. Also ich wollte die Zeit nicht irgendwie weder romantisieren noch glorifizieren, noch wollte sie schlimmer machen, als sie war. Es war ein Scheiss gewesen, auf Deutsch gesagt, und ich habe gelitten und Leute um mich herum haben auch gelitten. Aber letztlich hat es mir wirklich das Fundament bestätigt. Und wo war die Musik in dieser Zeit? Wenn du sagst, flachgelegt, nehme ich an, ist wahrscheinlich mit aktiv Musik machen nicht viel gewesen, aber vielleicht mit Musik hören? Das ist ja so. Aktiv Musik machen ist dort nicht mehr so das Thema gewesen in dieser Zeit. Genau, da hatte ich andere Prioritäten gehabt. Und Musik hören ist ein Thema gewesen. Also ich bin auch einer, ich sage mir, oder ich habe gemerkt, dass Kunst oder Musik ist etwas, wo mit dem kannst du Leute berühren, mit dem kannst du wirklich Leute erreichen, mit einem guten Song, mit Wort. Das schlägt an bei den Leuten. Und bei mir war das auch so gewesen. Ich habe ganz viel Musik gehört, ich hatte Songs, die mich begleitet haben. Das waren Songs, gewesen, da hat es Skid Row Songs dabei gehabt, da hat es Rob Rock Songs dabei gehabt, Savatage und so weiter und so fort. Ein ganz toller Moment war auch, gewesen, wo plötzlich der Mike mit dem Jason Sherlock vor der Tür gestanden ist, wo da mit Horde am EOR gespielt hat. Und wir einfach dort 2-3 Stunden über Gott und die Welt und alles geredet haben. Ich meine, Mortification, oder? Und ich habe das grosse Glück, zwei von der Urbesetzung dürfen zu kennen, Steve Rowe, und ich live mit Disobedience mal Bühne teilt habe, und der Jason Sherlock nachher mich besucht hat, ist eines von diesen kleinen Geschenken, kleinen, grossen Geschenken und Wunder gewesen, oder? Übrigens, Jason Sherlock hat dann auch das Rainforest-Logo designt nachher. Ah, krass. Okay. Genau. ja, aber es hat auch so ein bisschen Songs gegeben, die ein bisschen wichtiger gewesen sind. Einer von Wasp zum Beispiel, aus dem Babylon-Album. Der heisst ganz passend «Live Today, Another Day». Und da habe ich mega viel gehört in dieser Zeit. Und das ist einfach so, «The Almighty is riding next to me». Ist so ein Ziel gewesen, wo mir geblieben ist, wo mich ermutigt hat. Und dann auch «I live today, die another day». Also, es ist noch nicht jetzt dran. Also, es ist Gott sei Dank, schon wenn es da dran ist. Ich muss jetzt da durch. Und es ist noch nicht jetzt dran. Und ich glaube, irgendwo ist der Song vielleicht sogar mitverantwortlich auch für gewisse Sachen. Mir einfach gesagt habe, hey, wenn ich jetzt die Chance habe, noch ein bisschen zu leben, ich meine, 30 Jahre habe ich jetzt gelebt, oder? Und das ist super. Also ich bin dankbar für alle, ich habe gesagt, hey, ich wollte einfach mir versuchen, bewusster, also noch einfach bewusst zu leben. Was ist das, was macht für mich Sinn im Leben? Wo kann ich auch Leute einen Sinn geben ins Leben hinein. Also nicht nur für mich, sondern vielleicht auch mit der Musik oder mit Texten. Wie kann ich auch Leute erreichen, zum Nachdenken anregen? Und der Song hat einfach gesagt, hey, es ist noch nicht jetzt Zeit. Du gehst weiter. Es ist noch nicht fertig. Und dann hören wir doch uns
den Song von Wasp gerade an. Ein Song, der dich durch die Zeit auch ein bisschen durchgedreht. Und du hast gesagt, du hast für dich dort wie gespürt und gemerkt, das ist jetzt
eine Erinnerung daran, was machen wir eigentlich hier, um was geht es eigentlich? Mhm. Und du gesagt hast, du willst auch Leute erreichen oder texten und sowas. Und du hast eben bei verschiedenen Bands hast du auch mitgewirkt und sicher auch textlich eben Beiträge gehabt. Ja. Aber das ist nicht die einzige Art von Text, die du machst. Erzähl doch kurz etwas dazu. Ja, Gedicht mache ich, seit ich kann schreiben endlich oder so ein bisschen, in der Schule, in der vierten Klasse. Wir mussten Gedicht auswendig lernen. Wir hatten dort noch eine Lehrer-Alterschule gehabt. Ah, du warst auch Lehrer gewesen, genau. Jetzt, aber mit dem Harry Hunziker kann niemand mithalten. Das ist, das ist eine Legende. Also die, die zulassen und Staffelbach in die Schule sind, die kennen den Harry Selig, genau. Ja, das hat angefangen. Ich habe früher gerne Bücher gelesen. Achtung, nicht verschreckt, Karl May war bei mir hoch im Kurs. Es ist irgendwie, ich habe immer gerne so ein bisschen Geschichten geschrieben und so. Ich habe gerne Geschichten erzählt. Und irgendwann bin ich dann auch so ein bisschen drauf gekommen auf das Kurzgeschichtenformat. Habe mich dann so ein bisschen auf Weihnachtsgeschichten spezialisiert. Hat eigentlich noch lustige Geschichte, wie das so ein bisschen dazugekommen ist. Also viele Leute, wo zu, oder viele Kinder, die zu mir in die Jungschar gekommen sind und so. Ich bin nicht so der mit der Seile und so. Ich bin mehr der, der Kinder können unterhalten konnte. Also mehr der Künstler. Und habe dann auch jemanden so ein bisschen Geschichten erzählt und so. Also vielleicht, wenn du mal in ein Klassenlager gehst oder so, also wie Tini so zur Nacht ins Bett bringst, ist, wenn du irgend am Lagerfeuer... Gute Geschichte erzählen. Ja, eine Geschichte anfängst mit, ja, es ist vor noch nicht lang, allzu langer Zeit da ganz in der Nähe passiert, oder? Und dann... ja. Genau, so. Auf jeden Fall habe ich auch so an Familienweihnachtsfesten etwa mal so ein bisschen Gruselgeschichte erzählt, auch meinen damals noch kleineren und jüngeren Cousinen. Und irgendwann hat dann jemand das Gefühl, ich soll doch mal schauen, dass ich da einen Beitrag beisteuere, der für alle wäre. Und dann habe ich das so ein bisschen angefangen, das als Herausforderung genommen und so ein bisschen mit so ein bisschen Weihnachtsgeschichten angefangen, respektive. Ich bezeichne sie gerne als beinahe Weihnachtsgeschichten, weil für mich gibt es eh nur eine Weihnachtsgeschichte. Und die wird irgendwo in der Bibel oder in den Evangelien auf unterschiedliche Art und Weise länger und kürzer abgehandelt. Hat aber, wenn man sich mit dieser Geschichte würde befassen, so viel Sprengstoff drin und Potenzial drin. Schon nur der gesellschaftliche Kontext so, etc. Flüchtlingskrise oder verheiratet und kulturelle Vorstellungen und Machtpositionen, arm, reich. Absolut. Es hat so viel drin, wo man könnte stundenlang darüber philosophieren und diskutieren. Und wenn ich so ein bisschen Geschichten schreibe oder so, ich habe einen Kurzroman, den ich vielleicht geschwind an dem beschreibe, den ich mal gemacht habe, da habe ich dann in der Corona-Zeit das Podcast für die Mitglieder von unserer Kirchengemeinde, habe ich dann so ein bisschen auf WhatsApp-Chat gestellt, einfach zumal, und dachte, ich wollte etwas beisteuern, wo etwas Positives geben, nicht immer nur die gleiche Nachricht, also ich will nicht auch noch einer von denen sein, der auch noch Arzt ist in dieser Zeit, sondern ich will einer von denen sein, der vielleicht auch etwas gibt, wo einfach mir den Kopf mal abstellen kann. Ich bin selber auch so, ich brauche das auch sehr fest. Mhm. Also einfach mal ein gutes Musikstück oder mal irgendeine Simpsons-Sendung oder irgendwas, der Gucker was, einfach zum Abschalten. Und das war ein Kurzroman, wo ich dann dort so korrigiert habe, das Tischgebet. Und das ist meine Grundvorstellung, ist dort einfach gewesen, okay, Millionen von Leuten weltweit beten wahrscheinlich vor dem Essen. Das müssen nicht einmal Kirchengänger sein. Das kennt wahrscheinlich fast jeder, der hier zulässt, kennt wahrscheinlich das Gebet. Komm, Jesus, sei du unser Gast und segne uns und was du uns beschert hast. Amen. Und das wird millionenfach weltweit betet. Und ich habe mir so überlegt, was wäre, wenn Jesus das Gebet wortwörtlich in Erfüllung gehen würde? Und er bei allen jetzt bin hocken. Ja, nicht bei einem, aber so bei einem Beispiel. So, oder? Okay. Und das war so die Ausgangslage denn für die Geschichte, die ich verfasst habe. Und das Gleiche ist auch ein bisschen bei den Weihnachtsgeschichten, oder, die ich mache. Ja, immer so ein bisschen, ich wollte auf die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel ich hinweisen, habe dann aber so viele Vorstellungen. Okay, was wäre jetzt zum Beispiel, wenn Jesus an der Weihnacht einfach wieder kommt, also einfach mal in ein Dorf kommt und dort mitfeiert, oder? Oder
der ganze Vorweihnachtsstress, oder? Und dann redet man immer so von diesen Schutzengeln und so weiter und so. Was wäre, wenn es einfach ein Engel grauenhaft anschießt, in den Weihnachtsstress hineinzugehen, oder irgendwie so. Genau. Oder eine Geschichte, wo ich einen Ausschnitt dabei habe, ist, hast du schon ein bisschen angesprochen. Dort sind eigentlich zwei Sachen ausschlaggebend gewesen, die sich dann so in einer Geschichte verwoben haben. Einerseits die eigentlich sehr brisante Ausgangslage von dem guten Josef, oder, wo so ein bisschen verlobt und verheiratet zu damaliger Zeit, wie das jetzt theologisch korrekt oder zu damaliger Zeit korrekt war, müssen andere sagen, aber auf jeden Fall war da seine Frau plötzlich schwanger gewesen. Und wie war das in dem ganzen Kontext für den jungen Typ? Oder? Und das war so die eine Seite. Gewesen. Und jetzt ist noch etwas ganz anderes gekommen, was sich dann da draußen so eine Weihnachtsgeschichte zusammengestellt hat. Ich meine, so, du kennst es, Sammy, wahrscheinlich aus den Kirchen, oder? Die Weihnachtsspiel, die Krippenspiel, oder? Und ich finde immer, das Schönste an diesem Krippenspiel ist doch, wenn irgendetwas nicht ganz so funktioniert, wie es muss. Mit diesen kleinen Knöpfen, das ist einfach so herzig. Und ich kann jetzt das hier schon einfach so sagen, weil ich weiss, dass ich ein Schöppchen gefasst habe, nämlich ein Weihnachtsspiel auf nächstes Jahr zu schreiben für unsere Kirchen, oder? Und von dem her, also, bin ich dann selber der dann muss schauen, dass es dann klappt. Oder? Also von dem her, das sind die zwei Voraussetzungen gewesen. Und dann ist eine Geschichte entstanden, die habe ich die Ballade von Josef getauft. Und das ist ein Ich-Protagonist, der eigentlich, dort ist er eigentlich wie nie alles im Griff hat. Oder? Das ist so ein bisschen der Regisseur. Der macht seit Jahr und Tag macht er die Theateraufführungen, hat das Weihnachtsspiel total im Griff. Und jetzt passiert ihm etwas ganz Dummes. Jetzt ganz, ganz kurz vor der Aufführung fällt der Josef aus, weil er hat dummerweise einen Skiunfall gehabt. So, und weil er halt die Weihnachtsgeschichte eigentlich am besten kennt, das Theater, gibt es nichts anderes, als er einspringt und er hat einen totalen Horror vor dem auf die Bühne stehen, von dem spontan sein und so, wer halt lieber die Fäden zieht, oder? Und ja, ich durfte, das habt ihr so mir gesagt, das ist natürlich eine grosse Ehre, habe hier ein kleines Kapitel mitgenommen und wir gehen da mal mit dem Josef hinter die Bühne hin. Eins. Ich stehe hinter der Bühne. Ein bebender Josef mit Knien, weich wie Pudding. Auf der Bühne hat das Schauspiel soeben begonnen. Zacharias, Elisabeth, der Engel, die Ankündigung von Johannes dem Täufer. In diesem Augenblick bin ich nicht unglücklich, dass wir eine neue erste Szene eingeschoben haben. Dank Paul Ramseyer habe ich noch eine kurze Gnadenfrist. Bald folgt die zweite, vormals erste Szene oder erster Akt. Maria, Josef, der Engel, die Ankündigung von Jesus. Josef, ein Häufchen Elend. Ich schaue mich um, fühle mich alleingelassen. Nur wenige Meter entfernt leuchtet das Notausgangsschild über dem Hinterausgang der Bühne. Wenige Meter und doch so fern. Nicht zum ersten Mal seit gestern Abend, aber hoffentlich zum allerletzten Mal, bin ich versucht, einfach loszurennen. Hier und jetzt. Nein. Mir ist gestern Nacht kein Engel erschienen. Doch in diesem Augenblick sehe ich wohl Gespenster. Steht dort hinten nicht der richtige Josef, also Michi Farni, neben seinem Vater Herodes? Ich blicke noch einmal genauer hin. Nein, ich muss mich getäuscht haben. Herodes steht dort ganz allein und wohl auch schon ziemlich nervös, denn er nestelt verlegen, wie mir scheint, an seinem Pappschwert herum. Szenenapplaus ertönt. Jetzt bin ich dran. Die aufmunternden Blicke der Maria neben mir nehme ich nur vage wahr. Ich fühle mich ziemlich deplatziert. Es geht los. Der Countdown steht bei null und meine Welt steht still. Oh, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ich kann es gut nachvollziehen. Diese Woche mit einer geredet, die Theaterregisseurin ist. Ich jetzt ja Theater spielen. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was du beschreibst. Aber nein, echt gut. Jetzt. Ja, die haben irgendwie eine Rolle geschrieben, die
zu fest auf mich passt, dass ich nicht ablehnen konnte. Oh. Es geht um Langenthal, wo ich herkomme, mhm. und um den Wurplatz in der Mitte. Und sie brauchen einen, der immer mit der Gitarre dort ist. Und dann immer Lieder singt. So aus dem Egal, auf jeden Fall yes. Ist aber genau, sagen, ist eben genau das, passiert sie dort beschrieben, wie dann jemand von den Schauspielern ausgefallen ist für die Hauptaufführung. Und ja. Und sie dann selber hat, ja. Egal, auf jeden Fall, ich kann es gut nachvollziehen. Schlimm. Aber Theater ist etwas sehr Faszinierendes, wenn es funktionieren kann. Absolut. Und du hast uns ja auch noch ein anderes Musikstück mitgebracht, das ich finde, hat auch etwas mit dem zu tun. Weil du hast einen Song von Alice Cooper dabei. Mhm. Und Alice Cooper für mich hat auch eben ein etwas mit Theater zu tun, mit Schauspielen, mit Geschichten erzählen und vor allem auch mit in Rollen reinschlüpfen. Jawohl. Sag doch kurz etwas zu, wie du Alice Cooper wahrnimmst als Mensch oder dann als Figur und was hat das miteinander zu tun? Mhm. Ich glaube, das ist gut, was man hier sagt, der Mensch und die Figur. Einer von meinen grossen Träumen ist schon mal noch mit dem Alice Cooper, und zwar mit dem Man Behind the Mask. Einfach können ein Tee trinken und ein bisschen schwätzen. Ich glaube, das ist ganz ein interessanter Mensch, der vieles durchgemacht hat und für sich auch den Felsen entdeckt hat, wo ich auch meine Geschichte damit habe. Mich fasziniert er auch eben auch als Figur. Und man muss vielleicht dazu noch sagen, hey, ich habe als kleines Kind Angst vor den Löwen. Und eins habe ich nicht gewusst, also so Zeug, das ist weit, weit weg gewesen natürlich, oder? Aber ich habe wirklich Angst vor den Löwen, also Zirkus und so dort, oder? Neben dem Zirkuszelt in Tiere anschauen, und das war ein Glon in der Nähe, das ist nicht gegangen, oder? Oder Fasnachtsgeug und so. Ist auch heute noch irgendwie so, es fasziniert mich, in eine Rolle zu schlüpfen und wieder rauszuschlüpfen, und ist für mich immer noch nicht so greifbar, weißt du? Oder gerade wenn Leute Masken haben, Eric Clayton, Saviorschein mit der Maske, wir sehen nicht hinten, oder? Was ist dahinter? Hat für mich heute noch so eine Faszination, wo nicht immer nur ganz sich mehr wohlfühlen. Aber das ist ja dann auch das Ziel vom Horror oder vom Gruseln, oder? Also von dem her alles gut, oder? Aber, und Alice Cooper hat für mich aber in dem Ganzen irgendwo einen gewissen Humor drin, einen gewissen Schalk. Und er schafft es eben etwas, was ich nicht immer richtig schaffe, nämlich sich kurz zu fassen. Und zwar auf einen Song abgebrochen, irgendwie eine riesen Story kann auf ein paar wenige Sätze abbrechen. Und der Song, den ich mitgenommen habe, ist genau so eine Thematik und passt auch gut so zum Songschreiben. Der Song, der didn't rhyme. Es ist ja absichtlich nicht irgendwo ein Hit mitgenommen. Nicht Hey Stupid, nicht Trash, irgendwie, wie ich im Rainforce-Song zitiere. Sondern ich habe nicht einmal einen Song «Zweite Garten» mitgenommen, sondern einen von diesen Songs, wo ich sage, der Alice kann das. Ich glaube, wenn ich so einen würde veröffentlichen, da würde es... da würde genau das passieren, wo der Alice in dem Song singt, mit dem Song, oder? Ihr hört es dann. Aber er darf das und er ist für mich als Künstler wahnsinnig faszinierend. Seit 50 Jahren plus hat er einfach einen Charakter, einen authentischen Stil, den man ihn einfach kennt. Egal, ob er jetzt 70s Rock macht, irgendwelche sich am Grunge anbietet oder sogar so ein bisschen am Rammstein Marilyn Manson Sound. In den frühen Nullerjahren oder ob er halt die epischen 80s-Alben macht mit Poison und so. Es ist irgendwie immer authentisch und auch dort muss man sagen, da ist schon nicht nur er selber, sondern immer ein gutes Team oder gute Musiker hinter sich gehabt und etwas, was mich sehr fasziniert. Trotz, dass er absolut der Chef im Ring ist, er lässt seinen Musiker Raum. Das ist für mich, sind auch so Attribute, wo ich sage, hey, das kann ich mehr als Künstler, auch mit dem allem, wo ich sage, ich bin so dankbar und gewisse Leute, die ich genannt habe, oder um noch viel mehr, die ich vergessen habe, einfach als Vorbild nehmen. Und ja, komm, wir hören doch einfach den Song. Ja, voll. Wrote a song, it was wrong from its very first conception. Seemed I struggled on every line. It wasn't fast, wasn't pretty, wasn't serious or witty. The song that didn't rhyme. The band couldn't wing it, the singer couldn't sing it. The drummer's always out of time.
were offended. My union card suspended. Billboard declared it a crime. The melody blows in a key that no one can find. The lyrics don't flow, but I can't get it out of my mind. A 3-minute waste of your time on a song that didn't rhyme. It was bland, it was boring. All the groupies there were snoring. The first time we played it live, all the record guys got fired. The president retired, but somehow the song survived. Oh, the melody blows in a key that no one can find. The lyrics don't flow, but I can't get it out of my mind. Blitzableitung. Rock und Metal. Ganz genau, die sind immer noch im Blitzableiter, auch wenn der heute wieder ein bisschen anders tönt, als er andere Mal tönt, wenn ich allein im Studio bin oder einfach das Zepter hier übernommen habe. Jetzt ist der Silas dran gewesen mit dem, seinem Gast, mit seinem Talkgast, mit dem Andy Lamorte, und bei mir wieder der Samuel. Vielleicht schnell ein paar Gedanken von dir zu dem Talk, den wir jetzt hier gehört haben. Also für mich sehr, sehr persönliche Teile drin gehabt, wo wir übereinander gehört haben, was er vielleicht nicht jedem erzählt. Und sehr interessant. Ja, darum haben wir ihn auch eingeladen. Genau, weil ich gewusst, er hat etwas zu erzählen. Das eine oder andere habe ich ein bisschen gewusst, aber es ist definitiv noch weiter in die Tiefe gegangen. Darum, ich habe Freude, genau darum machen wir die Gespräche auch, wie es eben wie soll die Tiefe gehen. Es vertieft es nachher, denke ich, aber eben auch die Menschen hinter der Kunst. Und was steckt da, was ist das Leben dahinter und so. Und ich glaube, das ist heute Abend sichtbar geworden. Das heisst, wir haben im Silas seine Eingangsfrage beantwortet jetzt. Warum bist du eigentlich hier, gell? Und wir hätten, glaube ich, gut noch locker eine Stunde anhängen können. Wir hätten jetzt hier fast ein bisschen die Notbremse ziehen. Also bei mir spielt es ja nicht eine Rolle. Es ist jetzt 8:55, das spielt gar keine Rolle. Wir können ja auch noch bis um 11 Uhr machen. Aber für die daheim haben wir gedacht, machen wir mal einen kleinen Cut. Und wir sind irgendwann nicht auch müde. Ja, irgendwann müssen wir alle heim und morgen wieder arbeiten, gehe ich jetzt mal davon aus. ja, sind noch Fragen reingekommen? Also bei mir per WhatsApp nicht. Nein, ja nicht. Ich weiss nicht, müssen wir noch etwas machen. Wir haben früher auch schon mehr Fragen gehabt. Aber vielleicht, ich glaube, das Gespräch ist einfach so gut gewesen, dass es so offensichtlich ist. Genau, es hat offene Fragen gegeben. Ja, und es wäre ja nichts, wenn ich nicht eine Frage hätte, darum frage ich dich jetzt noch schnell an. Die erstens mal interessiert mich, wie kommst du zum Künstlernamen La Morte, weil aus Italiener weiss ich, das heisst der Tod. Wie ist es zu dem gekommen? Ja. Hey, das ist spannend, da, die italienisch-spanischstämmigen Leute, die mich neu kennenlernen unter dem Namen, kommen immer mit dieser Frage. Genau, bei den Schweizer-Deutschen spielt das nicht so eine Rolle, ist das einfach. Und hey, am Anfang ist es im Fall, hat das nicht einmal eine tiefere Bedeutung gehabt. Es hat einfach gut getönt. So ein bisschen zu Ende Diso-Ära habe ich ein bisschen angefangen.
mit dem Künstlernamen. Ich habe mal einen Unblack-Forumsnamen namens Abed Nego gehabt. Ich glaube, auf dem Demo bin ich sogar mit dem noch drauf. Hey, ist das lang her, wenn man so überlegt. Und hat das mit dem Andy Lamorte einfach so, ein bisschen so schön tönt, weißt du, oder italienisch. Und ja, aber auch gesehen, irgendwie so auf, in der sozialen Medienwelt und so, es gibt wie niemand, der sich so genau gerade so nennt, wo ich jetzt irgendwie da das Gefühl habe, das ist so etwas Einzigartiges. Und dass ich einen Künstlernamen gewählt habe, hat aber auch einen Grund gehabt. Ich bin eher einer, der ein bisschen zurückhaltend ist mit der Benutzung von sozialen Medien. Ich habe gerade noch Facebook und irgendwie also ein paar WhatsApp-Telegram-Zeugs, wo man da kann Textnachrichten schicken kann. Auch Instagram, das Zeug ist irgendwie... Bin ich schon zu alt oder fühle ich mich zu alt? In anderen Sachen fühle ich mich sehr jung und in dem fühle ich mich eher ein bisschen. Oder habe ein gewisses Misstrauen drin. Ist auch so, dass ich auch von meinem Job her auch so in einer exponierten Position inne bin. Und ich habe es einfach noch gern, dass ich selber bestimmen kann, wie heute oben, wie viel will ich von mir preisgeben, wenn macht Sinn und wenn nicht. Und nicht, dass jemand, der mich von meinem Job her kennenlernt, dass der gerade mein ganzes Leben irgendwie gerade vor sich ausbreitet hat, ist ja so ein bisschen ein Selbstschutz, würde ich sagen. Und hat sich auch schon bewährt. Und das Lamorte hat aber gerade in der Zeit, die ich vorhin geschildert habe, so ein bisschen in der Krankheitszeit doch auch noch so ein bisschen eine tiefere Bedeutung bekommen. Eben mit dem der Tod, das ist so ein bisschen etwas Endliches. Oder ich persönlich glaube an eine Ewigkeit. Ich glaube, dass es mit dem Tod nicht fertig ist. Dass aber alles, was ich beisteuern kann auf dieser Welt, hat irgendwie eine gewisse Endlichkeit. Ich mag mich an die letzte Metal-Church-Predigt, wenn man an Rust Destroy erinnern, wo du das Thema, Sammy, ein bisschen aufgegriffen hast, oder? Und ich glaube an einen ewigen Gott, der mich erschaffen hat und wo mein Ziel ist eigentlich auch, dass ich mal darf die Ewigkeit, die kurze Zeit von der Ewigkeit zusammen mit ihm verbringen, genau. Und dann habe ich noch eine weitere Frage, und zwar deine Geschichte. Wir haben einen Teil davon gehört, deine Geschichte. Kann man die irgendwo lesen? Ist das in Buchform oder ist das im Internet irgendwo zu finden? Oder? Das ist im Moment noch sehr eine Independent Story. Also es wäre mal schön, gerade die Weihnachtsgeschichte können gesammelt veröffentlichen. Im Moment ist das aber wirklich so, dass ich die aktiv vorlese. Also es gibt einen Internetlink über unsere Freikirchengemeinde, wo drei Geschichten aufgeschaltet sind. Die sind aber noch in einer etwas älteren Fassung. Mittlerweile habe ich die auch mal wieder ein bisschen überarbeitet. Das ist auch, ich glaube, während oder vor der Corona-Zeit entstanden, wo ich die Geschichten einfach mit Video einfach auf einem Sessel gehockt beim Vorgelesen habe. Das gibt vier Geschichten, gibt es so in dieser Form. Aber das sind so die Sachen, wenn ich sie heute promote. Oder eben, jetzt im Januar habe ich eine Lesung, wo ich eine Geschichte noch immer vortrage. Ich habe auch schon eine Lesung gemacht, wo ich drei Geschichten vorgetragen habe. Das ist so ein sehr individuell im Moment und läuft eigentlich unter dem Do-it-yourself-Prinzip im Moment, denke. Und mehr will ich auch im Moment da nicht investieren drin. Rainforce ist meine künstlerische absolute Priorität im Moment. Da warten viele darauf, dass wir irgendwann ein neues Album mal rausbringen. Auch das ist in der Mache und so. Und, aber nebenzu mit diesen Geschichten und so, ja, es läuft so schnell, wie es läuft. Sehr, sehr interessant. Und wenn mit Rainforce etwas rauskommt, dann weisst du jetzt meine Adresse auch. Muss ich dann unbedingt Bescheid wissen dann und dann sicher mindestens ein, zwei Songs können spielen oder mich dann ins Studio einladen. Da bin ich immer zu haben für so Sachen. Sehr gerne, merci vielmals. Das können wir gerne darauf zurück. Ich habe noch eine Frage, gerade an alle vier. Ihr habt vorhin im Zusammenhang mit Mortification das Thema aufgenommen gehabt und mir ist dann so eine Frage durch den Kopf gegangen. Du hast gesagt, ja, harte Musik, dann gerade völlig etwas Angst, viele haben die Nase gerümpft. Ich habe so ein bisschen für mich persönlich auch die Erfahrung gemacht, dass das manchmal eben gerade cool ist, wenn die anderen die Nase gerümpft haben. Ja, hat es mich noch fast mehr gepackt. Wie ist das für euch so? Alle drei, die da sind, die viel schon lange mit Musik zu tun haben oder mindestens hören. Ja, ist das auch so ein bisschen das Thema? Hey, dem passt es nicht, aber mir gefällt es umso mehr. Also nicht, dass ich jetzt wegen dem Musik, die Musik höre, aber irgendwie ist das so ein bisschen der Start gewesen. Vielleicht auch von den Eltern her. Bei mir ist so der Vater Italiener.
lange Haare hat es schon gar nicht gegeben und. Das waren so Sachen, die ich nicht konnte ausleben. Aber die Musik konnte ich immer hören. Und das ist so ein bisschen, hat halt provoziert. Also bei mir jetzt das de facto sicher auch gegeben. Also aber das heisst nicht so, die Strube Musik braucht. Das hat schon mit normaler Rockmusik, wenn die genug Lux ist, hat das zuhause schon nicht passt. Also für das hat es nicht den Death Metal gebraucht, zum provozieren. Aber ich weiss schon noch, also für mich war Mortification auch so eine die erste Begegnung mit Death Metal. Und das ist schon auch so eine Faszination und gleichzeitig auch so ein bisschen, was macht jetzt das? Und das hat, also ja, das ist ja genau die Musik, die das will, aber die Gefühle und so, die das auslöst, nachher nicht so, das war schon ein Weg so. Also, was ist das? Gefällt es mir? Am Anfang hat es mir nicht so gefallen, aber es hat etwas ausgelöst. Und gefallen hat es mir mit der Zeit so. Also, ich habe es eigentlich vor allem frustrierend gefunden, wenn man eben irgendwie zum Beispiel schon hat können, irgendwie CDs mitbringen und dann hat man irgendwie CDs gehört während dem Zeichnen oder so. Und jedes Mal, wenn ich habe gehört, sind auch immer am Jammern gewesen. Und ich kann mich noch erinnern, das ist so blöd gefunden, wie, jetzt gewöhnt noch doch mal an die Musik, die ist doch voll cool. Und also ich habe wie das Provozieren eigentlich als negativ empfunden, weil ich das Gefühl hatte, das ist doch einfach gute Musik so. Ich habe das Gefühl, für mich ein Schlüsselerlebnis war, glaube ich, an einem EOR. Ich weiß nicht, welche Band es war. Irgendwie, die irgend so Black Metal gemacht oder so. Und das konnte ich vorher gar nicht hören. Es hat mich immer so ein bisschen, das ist mir zu chaotisch. Aber ich kann mich erinnern, dort in diesem Raum stehen und er prätscht und prügelt es irgendwie und haut da von allen Seiten. Und es war irgendwie so ruhig gewesen. Also irgendwie komischerweise, obwohl hennen viel passiert, musikalisch und schnell und Zeug. Aber das Gefühl im Raum war dann so ein ruhiges gewesen. Und immer mich, und das hat für mich so wieder schaut rum. Und jetzt habe ich das Gefühl, wenn ich Musik zum ersten Mal höre, wo mir vielleicht früher wäre, wie schräg reinkommen oder so, habe ich, also genieße ich einfach den Impuls von Musik so. Ja. Und entscheidest erst nachher, gefällt mir jetzt das oder gefällt es mir nicht? Genau, ob die Emotion, die es bei mir auslöst, ob das jetzt etwas ist, wo ich jetzt, wie kann damit umgehen oder so. Ich will ja nicht irgendwie Kopfweh haben, weil es irgendwie zu komplex ist oder irgendwie zu Tode betrübt, wenn das jetzt nicht meine Stimmung ist, wo ich zuerst bei diesen Song reingegangen. Und dann gleich in einer anderen Situation ist es vielleicht genau die Stimmung, die man braucht. Und darum ist schön, hat man eben das EOR-Phänomen, oder? Die ganz verschiedenen Bands und im Verlauf des Abends hast du irgendwie so einen Querschnitt an Zeug und ja, vielleicht hast du ein, zwei Bands, die dir wirklich geflasht haben und andere waren einfach mal spannend gewesen, um die Palette wieder ein bisschen zu cleansen, oder? Genau, bei dir, Andi, wie ist es? Du hast zwar schon viel darüber geredet, aber... ja, also... Die Eltern musste ich nicht gross müssen wollen provozieren mit dieser Musik. Ich irgendwann gemerkt, dass auch bei uns im Schrank Kurzspielplatten von Sweet and Slade und Nazareth und so Sachen gewesen sind und sogar bei der Mutter Jerusalem-Platten entdeckt. Also von dem her ist es mehr, eben so ein bisschen, es war in einer Oberstufenzeit, wo man halt einfach jeden Grund gesucht hat, um jemanden ein bisschen auszuschliessen oder irgendwie so. Und nachher ist es mehr, ich glaube, ja, ich sage auch, in der heutigen Zeit wollen mit etwas provozieren, was man noch können vor 30 Jahren, also habe ich als schwierig, oder empfinde ich als schwierig. Ich glaube, provozieren tue ich dann, wenn ich heutzutage habe ich fast das Gefühl, mit diesen Texten tust du provozieren, mit diesen Texten, die klar über einen Glauben einen klaren Standpunkt vertreten. Wir provozieren meine aber nicht einmal nur negative Reaktionen, sondern einfach, dass überhaupt jemand noch hinlässt und einmal, wie das auch das Ziel ist von dieser Sendung, einfach mal darüber nachdenkt oder mal sich eine Gegenmeinung bildet oder sich mit dem Thema befasst oder so, oder? Also ich bekomme ja da auch immer Reaktionen, wenn ich über meine Zusammenarbeit mit Metal Church oder grundsätzlich über Metal Church mit jemandem rede, heisst es viel, was das gibt's? Ein Metal-Pfarrer, ist das so? Und was macht der da? Und was hat der an der Predigt? Ist zum Beispiel eine Frage gerade diese Woche einmal, ich weiss gar nicht mehr, glaube ich, Bude. Und das sind so Sachen, die die Leute sich vielleicht gar nicht so vorstellen können, dass es vielleicht auch eben christliche Metal-Bands gibt. Ja. Also Metal ist ja des Teufels, oder? Also da kann man doch jetzt nicht irgendwie noch Bibeltext besingen oder was auch immer. Von dem her finde ich das eine ganz coole Sache und ich empfehle jedem. Und
Ich habe schon mit dem Metal Pfarrer eine Sendung gehabt, das ist jetzt etwa 6 Jahre her wahrscheinlich, einer von den ersten Gästen im Blitzableiter bei mir gewesen. Und dort habe ich auch ganz klar gesagt, ich habe auch einen gewissen Glauben, aber ich gehe jetzt nicht alles unter die Kirche, definitiv nicht. Aber für alle die das mal interessiert, und wir reden nachher noch drüber, nach dem Abschlusssong vom Talk, die Samuel und ich noch schnell ein bisschen schauen, was im Metal Church noch läuft, geht mal so einen Gottesdienst schauen, gehen hören, lasst euch einfach reintreiben, dort kann jeder gehen im Fall, also ich darf dort auch rein, ohne Probleme. Und auch während der Predigt ein Bier trinken, ist voll. Sogar, oder? Ich kann nachher nachhören. Also, Genau. Nein, also unbedingt, ich empfehle das. Und ja, wir haben vorhin noch von Black Metal gehabt. Ich glaube, Slechtwalk geht in die Richtung oder ist Black Metal. Das wäre dein letzter Song für die heutige Sendung. Ja, und es ist mega cool, dass wir mit dem können abschliessen können. Slechtwalk, eine Band, die ich schon länger kenne, und ich auch schon dürfen Übernachtungen organisieren im Zusammenhang mit Konzerten, wo die schon übernachtet haben. Und das Album, der Warded Plagues the Lands, ist einfach eines meiner absoluten Lieblingsalben. Und zwar repräsentiert das eines von diesen Alben, wo von mir irgendwie eine gewisse Vollständigkeit hat. Sei das im textlichen Konzept, sei das im musikalischen Konzept. Es ist Black Metal, wo dann auch noch Soprangesang gehört und so weiter. Aber auch in der ganzen Aufmachung von dem Album und wie dann auch dort mal und teilweise heute noch auch die Musiker live auftreten sind. Also das ist wahnsinnig, auch ein intensives Hör- und auch visuelles Erlebnis gewesen. Und ist einfach ein Album und auch wieder Anfang ist von dem, oder? Mit dem, also wir müssen den hören, das ist einfach, das nimmt die gerade rein. Auch das irgendwo so ein bisschen etwas sehr Intensives. Und ja, mehr wollte ich gar nicht dazu sagen. Ich merke, die Öms nehmen Überhand. Das heisst, ich halte mal bald meine Klappe, würde ich sagen. Da. Andi, ich bedanke mich im Namen von Radio Blitz und vom Blitzableiter, dass du hier bei mir bist. Hoffe nicht das letzte Mal. Vielleicht schaffen wir es in einem anderen Kontext auch mal musikmässig, noch ein bisschen mehr musikmässig zusammen. Ja, wäre mega schön. Zu diskutieren. Ja. Silas, merci für diesen super Talk. Bitte. Ja. Und damit entlösen wir, glaube ich, die zwei und hören uns Slechtfalk an mit Slumber and Dead. Und nachher tun wir noch schnell ein bisschen mit dem Metalfahrer, mit dem Samu, noch darüber reden, was weiterläuft, noch dieses Jahr und im, sage jetzt mal, bis nächsten halben Jahr raus sicher. Und ja, bleibt also dran. Es geht noch ein bisschen weiter. Es ist 20 ab 9 Uhr fast. Aber ja, wir sind noch nicht müde. Wir hören jetzt mal zuerst ein bisschen Black Metal und dann sind wir wieder wach. We'll be right back.
das also Black Metal. Und jetzt machen wir ganz kurz schnell Werbung in eigener Sache. Durch Blitzableitung. Rock und Metal. Das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich wollte ganz etwas anderes. Da mache ich halt Werbung ohne diesen Jingle. Und zwar, EHC Biel ist natürlich ein grosses Thema bei Radio Blitz. Alle Matchen live, oder fast alle Matchen live, so wie es uns halt möglich ist. Diesen Freitag, das Heimspiel, dürfen wir live übertragen. Das ist der bei EHC Biel SCB. Dort werdet ihr mich wieder mal hören, ausnahmsweise, weil bei uns einfach alle krank sind oder nicht gehen können. Darum bin ich mit dem Andrew Bachmann dort, freue mich drauf. Zwei alte Haldegen vom Blitzableiter-Team, vom EHCB-Team sozusagen. Das am Freitag und am Samstag, das Auswärtsspiel, werden wir ebenfalls live übertragen. Also das, wenn ihr wollt wissen, was beim EHC Biel läuft. Das immer ab der halben Nacht, wenn Matchtag ist. Und jetzt gehen wir zurück in Blitzableiter. Durch Blitzableitung. Rock und Metal mit Mige Colatrulio. Radio Blitz, dein Webradio von Grenchen. Genau, nicht nur mit dem Mige Colatrulio, sondern weiterhin auch noch mit dem Metalfahrer, mit dem Samuel Hug. Ja, wir wollen noch schnell ein bisschen darüber reden. Wir haben vor der Sendung geredet, was passiert ist in der Zwischenzeit und jetzt wollen wir noch ein bisschen vorausschauen. Ja, genau. Es geht Schlag auf Schlag weiter, wieder mit einem Metal-Gottesdienst im Konzert am 17. Dezember. Wir haben dann Beyond Dystopia zu Gast. Hast du ja schon Sendung gehabt, genau. Wir hören nachher noch einen Song drin. Genau. Eine ganz coole Band aus Interlaken. Stilmässig auch schlecht heizt du. Sie kommen eigentlich aus dem Death Metal, aber eigentlich ist es progressive Melodic Metal mit Death Metal. Ja, einfach geil. Ja. Sehr spannend. Grandios. Genau, auf das freue ich mich sehr. Aber es geht auch weiter mit monatlich, mit Metal-Gottesdiensten im Soho. Aber einfach etwas und auch genau unsere Bibel, Bier und Metal-Treffen, die wir monatlich zweimal haben. Eines ist bei mir zu Kirchberg. Ich will es und das andere in Wimmis. Das geht so weiter. Das ist ein Standardprogramm. Etwas Neues, was nächstes Jahr wird geben, ist oder, so, Autos, mit denen musst du einfach einmal im Jahr in Service oder so, dass es läuft. Aber was man oft nicht macht, ist, dass man mit Beziehungen, mit Ehen in Service geht. Aber eigentlich brauchen Beziehungen genauso einen Service. Wir machen vor dem Valentinstag, am 10. Februar, so ein Ehe-Service, ein Paar-Service-Angebot. Sockets for thy Valentine. Nennen wir das mit Augenzwinkern. Genau. Also für alle, die in einer Paarbeziehung stehen und sagen, hey, eigentlich, ja, ich glaube, da gut mal Inputs, um auch zu der Beziehung zu schauen. Seid herzlich eingeladen. Könnt ihr euch anmelden. Bei mir findet ihr Informationen auf der Website. Oder etwas, was vielleicht auch nicht nur Standard ist. Das hat zwar nicht direkt mit Metal zu tun, aber es ist ja eine Rock- und Metal-Sendung hier. Am 29. Februar zu Kilpert in der Kirche habe ich den Patrick Gläser wieder eingeladen, einen deutschen Organist, der Rock, Pop und viel Musik auf der Kirchenorgel spielt. Das ist einfach ein ganz tolles Erlebnis, die Art von Musik auf dem Instrument, wo man vielleicht sonst nicht so einen Zugang hat, in diesem Raum. Das gibt einfach auch ganz tiefe Erlebnisse. Genau, das sind so zwei so Highlights, die jetzt bis zur nächsten Heavy Mental Sendung anstehen. Genau. Und bin natürlich unterwegs an verschiedensten Festivals. Und Elements of Rock haben wir schon gehabt, aber ich bin natürlich vor das Ice Rock noch im Wasser. Oder das ist Rock for Future Showcase Networking Festival im Januar in Bern. Und noch viel mehr. Ja, unterwegs bei den Leuten in der Szene. Genau. Also da läuft einiges, wie ihr mitbekommen habt. Und wenn jetzt alles viel zu schnell gegangen ist, wo finde ich die Daten, wo finde ich die Infos? Also metalchurch.ch. Das nächste Programm vom nächsten halben Jahr wird demnächst aufgeschaltet. Der Flyer wird nächste Woche auch in Druck gehen. Von dem her, also was ich gesagt habe, ist noch nicht alles online in der Agenda. Aber vieles ist schon auch angekündigt auf Facebook und Instagram. Genau, und jetzt hast du wahrscheinlich die Aufgabe gemacht und ich nicht. Weißt du gerade, wann es der nächste Heavy Mental Talk ist bei uns? Ja, der ist am 24. April. Genau, also geht noch so ein Moment. Und wir haben dann der Roger Wetli zu Gast. Der Roger ist ein Schreiberling für die Metal Factory, also für das Metal Portal. Dort macht er CD-Reviews und vor allem ist er Radiomoderator, so wie du. Oh. Nico hat eine Metal-Sendung. Oh, da muss ich mir den Mühe geben. Nee, ist super. Die Sendung heisst Taktlos Metal. Wir sehen es auf dem Kanal K, also in dem Sinn noch ein bisschen öffentliches Radio und auf Rockstation. Der auch, und man kann sie auch auf YouTube nachhören. Genau.
Das ist jemand, der die Szene schon mega lang beobachtet und eben auch beschreibt. Und dem freue ich mich sehr drauf. So wie ein Blick von jemandem, der zwar nicht selber Musik macht, aber eben sehr aktiv und das beobachtet und kommentiert. Ich freue mich sehr drauf. Der Gast. Ja, da bin ich auch so angespannt. 24. April. Jetzt ist die Stimme wirklich langsam. Jetzt müssen wir auch hören. Jetzt ist die Stimme. Ich habe euch dann auch noch ein paar Konzerttipps für die nächsten zwei Wochenende. Noch jetzt gerade kurz zum Sagen, sicher nächstes Blitzableiter. Es wird zwischen sicher noch der eine oder andere geben. Aber am 17. Januar, das darf ich fangen voraussagen, kommen ein Small District zu mir. Aus Bern, ich freue mich mega drauf. Letzte Sendung habe ich einen Song von ihnen gespielt. Sie bringen einen EP raus, Anfangs nächstes Jahr. Und dann haben wir gesagt, da wollen wir bei mir drüber reden, am 17. Januar. Ich wollte noch irgendetwas machen, eine Abschlusssendung, weil dieses Jahr ist so viel gelaufen im Blitzableiter wie noch gar nie. Mit dem Summerside Festival, mit all dem, was war, mit der Metal Church, wo ich jetzt schon zwei solche Talks durften machen. Und für alle die es interessiert, die Sendung kann man nachhören, die erst jetzt eingeschaltet haben, oder vielleicht das Neunisch wollen nachhören. Ab heute oben, ja, es wird irgendwie halb elf, irgendeinisch wird es dann auf Soundcloud da oben sein, und dann findet ihr es auch, die Metal Church wird es dann auch noch teilen, und sagt es doch weiter euren Freundinnen und Freunden, entweder was Metal Church macht, oder was der Miku im Blitzableiter macht, oder beides, und das würde uns natürlich freuen. Samuel, ist das alles gewesen? Hast du noch etwas? Oder? Ja, ich möchte, der nächste Konzert, ich kommt das ja nachher noch, wo ich wieder unterwegs bin, ist nicht am 17. Dezember, wenn wir Heavy Sanctum haben, sondern am 16. Da ist Ruination Metal Festival in der, sage ich. Komme ich noch drauf, genau. Burgdorf, genau. So, also dort würde ich. Sehen wir uns dann wahrscheinlich? Ja, mein Problem ist, dass dann noch gerade. Ich komme näher drauf, Stroke of Fate ist. Die anderen, die zuhören, dann vielleicht. Genau. Ja, dann spiele ich nachher noch den Song von Beyond Dystopia. Escape hast du rausgelesen. Der ist auch vom ersten Album, genau, was sie rausgebracht haben, letztes Jahr. Passt so gut in die ganze Kriegszeit rein, so wie ich den Text verstanden habe. Hören wir uns an, und nachher gibt es noch ein paar Konzerttipps und von mir noch einen Abschlusssong, und nachher lassen wir euch in die Nacht. Ich bedanke mich noch einmal bei allen drei, die hier bei mir zu Gast waren heute im Studio. Merci für die coole und interessante Sendung. Und ja, bleibt noch ein bisschen dran, es geht noch weiter. Merci zusammen. Merci dir, vielmals Miko.
bis zum letzten Ton. Beyond Dystopia mit Escape. Werdet ihr sicher das ein oder andere Mal wieder bei mir hören im Blitzableiter. Ein paar Konzerttipps habe ich euch versprochen, das Wochenende in der Medbar Stortregen. Machen dort Plattentaufe. Die haben Vorband Finitude. Stimmt nicht. Platte heisst Finitude. Entschuldigung, die Vorband ist Versatil. Und das natürlich Black. Death Black Metal Stortregen. Dann am 9. Dezember Petscats sind noch unterwegs. Die letzten zwei Konzerte machen sie beide am 9. Dezember. Und zwar sind sie am Oben auch wieder Medbar zusammen mit den Psychonauts. Und am Nachmittag spielen sie am 2. im DB Records in Kerzers. Die machen eine halbe Schweizer Reise am Samstag. Petscats, die ihr auch schon hier bei mir im Studio gehört habt, für alle Ska-Punk-Fans unbedingt entweder auf Kerzers am Nachmittag oder am Oben in die Medbar auf Lenzburg. Gleicher Tag, Irony of Fate, Ambros und The Awakening zu Königs Erwangenstrasse 152 an der Trash and Death Night Volume 2 an diesem Samstag. Das Wochenende drauf hat der Metalfahrer vorhin gesagt, 16. Dezember, Ruination Metal Fest in Burgdorf mit Diagnosis, The Kate Effect, Nice to Eat You, Days of Ruin, Whiteout, Among Vultures und Yor. Kostet 30 Stutz, ab der halben Vier geht die Türen auf, also entweder geht ihr dort her oder die geht in neu gemacht Kessel auf Biel. Dort spielen nämlich New Killers zusammen mit Flieger und Ripstone. Der neue Kessel habe ich von innen auch noch nicht gesehen. Ich werde aber, wenn ich irgendwo herfahre, wahrscheinlich ins Chillout auf Boswil fahren. Stroke of Fate, ich habe es noch nie geschafft und das Jahr wäre das grosse Ziel, dass ich mal dorthin komme. Dort spielen, neben der Broken Fate natürlich, die das Ganze organisieren, auch noch Mortal Factors, Save Your Last Breath und Tola, also ein ganz geiles Line-up, das dort stattfindet. Dann noch 22.12. Ein Gruß an meine Freunde von Deconvolution. 22. Dezember im Moschit im Kofmau. Peace of Mind, Deconvolution, Slowburn. Das sind, spielt noch eine vierte Band dort. Das im Kofmau Solothurn. Das so zu den Vorschauen von dem, was dann noch passieren könnte für euch. Und als Abschlusssong habe ich mir ausgelesen, jetzt muss ich da schnell ein paar Sachen wegdrücken, sonst kann ich euch dann auch nicht einmal spielen. Als Abschlusssong habe ich euch einen parat, der bei mir auf der Spotify-Playlist geheissen hat, oder besser gesagt, es gibt ja so einen Jahresrückblick, dass das der Song ist, den ich dieses Jahr angeblich am meisten gestreamt habe. Lustigerweise ist es ein Song, der letztes Jahr rausgekommen ist, den ich euch dieses Jahr mal in einem Blitzableiter vorgestellt habe. Den höre ich immer wieder gerne und darum müsst ihr jetzt heute auch noch hören zum Abschluss. Und zwar ist es von Press Club aus Australien. Cancelled. Ganz ein geiler Song. Also damit, merci fürs Reinhören und dass ihr so lange ausgeharrt habt. Das ist 20 vor 10. Hört wieder rein und alles andere erfahrt ihr auf Facebook, wenn es die nächste Sendung gibt oder auf Instagram oder direkt bei mir. Es hat mich gefreut, seid ihr dabei gewesen und ich wünsche euch eine gute restliche Woche, eine schöne Adventszeit und schöne Weihnachten für die das gerne haben und für die es nicht gerne haben. Hoffentlich geht es schnell durch. Das war es. Das war der Blitzableiter Nummer 87 mit dem Miguel Colatrullo. Es hat mich gefreut. Tschüss zusammen. I listen to news.
Blitz. Dein Webradio von Grenchen. Durch Blitzableiter.